zwischendrin der Server mal abgeschmiert ist. Deswegen. Disposable Rhino, das Licht ist für. Das ist für das Licht. Der gelbe Punkt. Wie lange geht ein Stint? Hier ist es Jens, 75 Minuten. 75 Minuten geht's. Aber das Rennen ist sowieso sehr. Durchwachsen. Sagen wir mal durchwachsen. Ist wirklich sehr durchwachsen. Genau, grün ist das normale Licht, gelb ist, müsste Nachtlicht sein. Immer noch zwei. Ich habe noch keinen weiteren dazu gefahren. Grün ist Nachtlicht dann. Letzter Stint weiß ich nicht. Ich dann da nochmal fahren darf. Fahren in Ego? Was meinst du? Meinst du in Perspektive? Ja, ich fahre in Ego-Perspektive. Ich fahre ja, also ich fahre so quasi. Aber jetzt für zum Zuschauen fahren wir halt immer so mit. Quasi. Nee, mich hat aber auch kein Nachtlicht an. Nachtlicht wäre noch blau im Cockpit, ist es aber nicht. Also ich glaube, nee, mich hat kein Nachtlicht an. Weiß ich nicht, ob jeder ein Ego fährt, Jens. Manche, es gibt Menschen, die fahren mit Controller, dann gibt es welche, die fahren mit Ideallinie, nur das weiß man alles nicht. Also ist es nicht verpflichtend oder die Pflicht besteht nicht. Ich frage mich nur, warum es jetzt vorne links Druck fehlt. Unklar. Das sind alles Fahrer, genau. Das ist hier sind Realfahrer, genau. Nö, kannst du alles machen, Buschmann. Also kannst du ja serverseitig nicht verbieten. Ah gut, weil wir immer über die Wiese geräubert sind, ne? Nein, 50,6, da komme ich nicht mit. Nee, Clemens, wir fahren nächste Woche Simgrid, 24 Stunden Nürburgring. Hauptsache, wir fahren jetzt bis 4 Uhr morgens, ne? Ich weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat, ey. Oh. Mensch, warum rutscht denn der Bock jetzt so? Michel ist der schnellste, Ancestor, der gerade im Auto sitzt. So, mal kurz Discord. Gerade bei den Raiders, Oakland ist halt. Okay, das ist Football. Da bin ich auch raus. Da bin ich auch raus. Boah, es wird ganz schön hart, noch weiter nach vorne zu fahren. Der Restart war echt nicht gut. Der Restart war echt nicht gut. Also das Auto fährt sich gerade total beschissen. Nee, ohne Scheiß. Nee, das ist nicht meins. Die kalten Temperaturen, die sind so shit.
irgendwie. Ich fahre da überhaupt nicht gerne. Ich kann die Abstände leider nicht einsehen. Ich hab, wir haben kein Pitball, das funktioniert nicht. Das Rennen, wie gesagt, ist sehr wild. Ja, es gab einen Restart, Pichuga. Und der war für uns sehr, sehr doof. Der war für uns richtig scheiße. Das war mal wieder so organisatorisch scheiße. Ja, so fährt sich halt jetzt gerade hoch. Na, Michel war da, also Michel wollte dann ins Auto einsteigen, aber Michel war halt für einen kurzen Moment noch Michel und hat ein bisschen rumgealbert und rumgeblödelt und war dann etwas zu langsam. Der war dann ein bisschen zu langsam und... Einfach falsche Aussage von Remo. Michel war dann ein bisschen zu langsam. Und dann ist Ava ins Auto gegangen und bei Ava haben die Reifendrücke irgendwie nicht gepasst und die Frames haben gelaggt und es war eigentlich alles etwas scheiße. Ja, ist alles sehr blöd gelaufen, ja. Aber gut, kann man jetzt nichts machen. Müssen wir das Beste daraus machen. Und jetzt fahren wir halt auch bis morgens um 4 in 12 Stunden Rennen, was auch irgendwie so ein bisschen Geschmäckler hat, weil es halt kein 24-Stunden-Rennen irgendwie. Und dann weiß nicht. Weil die durch den Restart haben die dann noch eine Stunde dran gehängt und 15 Uhr war erst Start und das ist alles heute wieder ein bisschen chaotisch hier. Ist alles ein bisschen chaotisch. Voll Beule, danke übrigens für 5 Subs, mal. Ich fahre nach Michel. Ich müsste nach Michel fahren. Dieser könnte es sein, würde auf jeden Fall dazu passen. Kann ich dir aber gucken. Nicht sagen, weil ich habe erst gerade vor kurzem wieder angefangen. Mal gucken. Was meintest du, Michel? Nee, ich habe gerade mit meinem Chat geredet. Ah, Entschuldigung. Sind wir fertig mit Militär? Hä? Ja, schon längst. Wir sind bei Football. Oh, okay. Dann bin ich gleich wieder weg. Boah, also, wenn du jeweils gefahren bist, dein Chat hat die Militärstories ganz gefühlt. Bitte? Vielen Dank für... Ja. Weiß ich noch nicht, wie viel. Bist du noch nicht so Militär? Dankeschön, Rumpel. Ich? Ja. Doch, sehr großer Fan, aber ich versuche immer beim Rennen zu bleiben. Die ganze Zeit, um Rennen zu verfolgen. Schwarze Mungen, danke für 25. Aber ist okay, ist ja nicht schlimm. Dafür hat man ja Mute-Taste. Michel geht wild. Sag mal, Remo, wie groß bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? 1,78. Ah, oh, okay, alles klar. Ich bin halt nicht der Größte. Und jetzt? Reicht. Hä, ich hab doch gar nichts gesagt. Bist du nicht relativ groß? Ja, 1,87. Krass. Ja, ja. Mein Traum als Kind war immer 1,80 groß zu werden. Mein Körper hat 2 cm vorher gedacht, nö, hier bleiben wir. Feierabend. Hättest einfach mehr essen müssen. Aber aber das ging alles an die Hüfte. 2 cm kannst du auf der Streckbank rausholen. Ja, easy. Also, kannst du mich nochmal dran arbeiten? Flo, GTWR hat mich auch gefragt, aber ich habe abgelehnt. Keine Zeit hab dafür. Zu wenig Fruchtzweige gegessen. Das kann sein.
Wobei diese Durchschnittsgröße hat oft seine Vorteile. Bei was? Die wären? Naja, Sitzplätze in Flugzeugen, Autos, Achterbahnen. Als okay, sehr hochgewachsen ja, hast du meistens Probleme. Oh, das stimmt, das stimmt. Das stimmt ja. Da erinnere ich mich an meinen ersten Flug nach Amerika. Ich bin fast gestorben. Es war... Jo. Ich glaube, mir haben noch nie so die Beine geschmerzt. Du saßt wahrscheinlich mit den Knien richtig hochgezogen, oder? Ja, doch. GTWR kann ich nicht mithalten, Emdo. Nee, das nicht. Also ich saß halt... Ich möchte jetzt nicht sagen, neben einem etwas typischen Amerikaner. Einen etwas korpulenteren Herrn. Genau, und ich war auch sehr korpulent und das war in der Economy Class für 12 Stunden absoluter Terror. Oh ja. So schnell. Nie wieder will ich Economy fliegen, nie wieder. Nie. Nie mehr in meinem Leben will ich Economy nach dem Fliegen. Das ist alles generell nichts für mich, weil ich habe so ein breites Kreuz, dass, keine Mahlzeit. Dass ich immer den anderen Sitz mitnehme gleich. In dem Auto sitze ich auch nicht mehr hinten. Als wichtige Person bucht man doch keine Holzklasse. Mal ganz ehrlich, wenn ich for free nach Amerika reisen kann, dann sitze ich auch mal for free in der Holzklasse. Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Mensch, ja, nein. Das war ein Witz. Für GTWR bin ich noch viel zu langsam. Ich weiß ja immer noch nicht, was ich davon halten soll, dass wir bis nachts um 4 in 12 Stunden Rennen fahren, ne? Ja, bin ich ganz bei dir. Ich bin total begeistert. Ich glaube, wir sind alle durchweg total begeistert. Ja, komplett am Ausflippen. Vor allen Dingen ist das halt auch so beschissen, dass du damit halt wirklich deinen Schlafrhythmus kaputt machst. Ja, vor allem den Sonntag. Ja. Jo. Ob ich gute Setups habe? Ja und nein? Wieso fragst du? Ah, ja, weil die Boys im Schnitt bei GTWR doch noch 2-3 Zehntel schneller sind als ich. Deswegen. Ortmann hat verloren gegen Gladbach? What the fuck? Warum? Ich fahre den nächsten Stint. Also glaube ich zumindest. Ich stehe dir nicht im Weg. Ich stehe dir nicht im Weg. Und 10 Jahre jünger. Ja, Fußball selber habe ich nie gespielt. Ich habe ab und an zugeguckt, wenn mein Bruder gespielt hat. Er war Torwart. Und es gab mal ein Spiel, da ist er in den Pfosten gesprungen mit seinem Kopf und alle Eltern so, oh nein, und ich war der Einzige, der sich auf dem Platz kaputt gelacht hat. Ihm ist auch nichts Schlimmes passiert. Konnte nicht viel kaputt gehen bei ihm. Wow. Oh, Porsche. Bezüglich Setup, ich kann dir zumindest so weit einen Tipp geben, dass es sich immer lohnt, ein paar E-Sportler im Background zu haben. Die helfen einem öfters mal sehr gut. nein, Spaß beiseite. Also,
wenn du ein bisschen Money auch ausgeben möchtest, Coach Dave geht eigentlich immer. Aber es sind halt noch bei weitem nicht Top-Setups. Und sonst... Uff. Das Problem ist, ich habe mich selber nie wirklich damit befasst. Ah ja, 3 bis 4. Oder man fährt einfach Standard-Setups. Das reicht auch. Ja, also gerade in ACC sind die Standard-Setups auch schon mal ganz nett und gut ausbalanciert. Also, bestes Beispiel ist iRacing, da sind eigentlich die Standard-Setups Mob. Die sind nicht dafür gedacht zu fahren. Big Peep, ich guck mal nach. Nein, also rein vom Training her werde ich schneller. Man müsste halt wirklich mal analysieren, welche Inputs ich falsch mache. Das ist das Problem, nicht das Training. Aber es sind halt hier und da bestimmt noch ein paar Inputs in meiner Fahrweise, die noch nicht zu 100% akkurat sind. Ah ja, schwarze Muggel. Als ob Michel Fokus fehlt beim Fahren. Wenn wir trainieren würden, Terror-Pinguin. Michel wird kein E-Sports-Fahrer mehr. Michel wird ACC jetzt Streamer-Fahrer. ACC ist so ein Spiel, wo du, also so eine Simulation, wo du deine Pace relativ schnell findest. Und alles Weitere, das musst du dann gucken. Analysieren, welche Inputs du falsch machst. Du, sexy Pinguin, du bist im Discord komplett gemutet. Also du hörst nicht, wenn wir reden. Das heißt, du nagelst schon wieder volle Esse dazwischen. Ach so. Was nicht schlimm ist, ist okay. Wollte ich nur sagen. Jetzt hat er sich auch im Dings gemutet. Ja, es ist einfach Michel so. Ich glaube, Michel will einfach gerade für sich sein. Ist ja auch okay. Jo. Michel einfach ohne Fernlicht fährt. Ja, wer mag das blaue Licht nicht im Auto? Ah, wirklich? Mhm. Deswegen macht er das nicht. Was? Er mag das Nachtlicht im Auto nicht, weswegen er kein Nachtlicht fährt. Wie viele Runden hast du jetzt noch, Michel? Ganz viele. 27. Okay. Ja, wegen Reifendrücke rausfahren. Was haben wir denn jetzt gerade? 13. Ist ja immer kälter. Ja. Scheint ja auch noch mal ein paar Grad später kälter werden. Unangenehm. Interessant. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar die Null erreichen. Nee, glaube ich nicht, oder? Nee, das tiefste, was ich jemals mitgefahren bin, war 6,6. Weißt du, im letzten Rennen, da ist ein bisschen Regen, Jungs. Nur ein bisschen. 21,5 Stunden Regen. Das wird hier ein ganz normales Rennen, Leute. Es könnte nur gegen Ende 0 Grad sein. Das sind übrigens dieselben Veranstalter von dem 24-Stunden-Regenrennen. Ja, moin. Deswegen haben sie wohl keinen Regen dieses Mal eingestellt. Ja. Ganz so süß fürs LFM 24er, by the way, ein cooles Event gewesen. Sau Bock gemacht.
hatten meine Jungs auch schon die ganze Zeit rum überlegt, ja, wir müssen aber noch gucken, weil wenn es regnet und so, und ich so, Jungs, macht euch keine Sorgen. Es wird nicht regnen. Dizzy sorgt dafür. Seinem Event gibt's nach Suzuka keinen Regen. Genau so war es auch. Das war das Erste, was wir besprochen haben. Kein Regen. Ja. Und also, ich so, ach so, wirklich? Und ich so, ja. Wir hatten genug in Suzuka und wir brauchen keinen in Bathurst. Nee, das ist ja auch scheiße auf Bratwurst. Wobei ich sagen muss, es ist gar nicht so schlimm, weil zum Beispiel beim 8-Stunden-Rennen hatte die Formel S mal auf Bathurst. Da bin ich auch Audi Stunden gefahren und oder? Da waren... Nee, es waren 8. Ah, dann waren aber 6 Stunden davon waren Regen. Genau. 6 Stunden davon waren Regen. War aber überhaupt nicht... Also ich fand's sau cool, weil es war halt nicht viel Regen. Also es war bei weitem lockerer als in Suzuka. Also wirklich richtig gut handelbarer Regen. Und als er dann auch aufgehört hat nach 6 Stunden, konntest du relativ schnell auf den Slick gehen. Ja, ja. Glaube ich, ob es effektiv 0 Grad gibt, weiß ich nicht, aber wir finden es vielleicht heute Abend heraus. 0 Grad, ja. Auch Minus? Ja. Also 0 weiß ich, dass 0 geht. Minus weiß ich nicht. Okay. Hast mich bei deinem Gegner angesteckt. Oh, ich weiß nicht. Das Rennen heute ist wirklich ein bisschen zäh. Sehr zäh heute. Ja, dieser Server, Crash. Ja, der war sehr unangenehm. Und bis morgens um 4 ist auch so ein kleiner Bummer. Mhm. Ein kleiner Bummer ist das. Oh, ja. Servus, Kukuras. Also ich verstehe halt einfach... Okay. Ich hab halt den Sinn dahinter noch nicht gesehen, dass man erst um 3 Uhr nachmittags für uns startet und das ist ja dann für die Engländer um 2 Uhr. Ja, ich weiß. Also irgendwie. Das ist wie ein bisschen Regen, Remo, oder? Es war auch nur ein bisschen Regen geplant. Aha. Eben wäre jetzt von 12 bis 12, da hätte man mit der Verspätung, wenn man halt kurz vor 1 fertig so. Das tut, glaube ich, niemandem weh. Richtig. Aber jetzt halt 3 ist eh schon für viele so ein. Pff. Und jetzt halt nochmal 40 Minuten länger. Jo, also irgendwie. Ja. Ist halt irgendwie doof. Coco Rice, es läuft wieder nach vorne. Wir hatten einen guten Start. Sind auf 3 geblieben. Und irgendwann so um Stunde 3 war das dann rum. War aber kurzzeitig dann auf P4 und dann ist der Server abgeschmiert. Also der komplette Server, alle Teams waren runter. Und irgendwann gab es einen Restart, das sind wir dann auf 14 zurückgefallen. Und seitdem kämpfen wir uns wieder nach vorne. Weil halt der ganze Vorsprung war weg. Ging dann drunter und drüber, wer den Start fährt. Ich hätte es sonst gerne gemacht, aber ich war halt nicht da. Ja, zu Anfang ging das bei mir auch noch. Da war ich auch gleich auf PB-Kurs und so ein Kram. Ich hatte sogar eigentlich für eine ganz hohe 54er schon mal das Delta drin gehabt, aber danach, ab einem gewissen Punkt, im Prinzip, an dem ich hier meinen Namensvetter dann überholt hatte, danach ging nichts mehr. Und dann wurde das Auto immer schlechter. Ich hatte auf jeden Fall im zweiten Stint klar Konzentrationsschwierigkeiten, aber mir ist dennoch aufgefallen, dass irgendwie das Auto ab Mitte gegen Ende so ein bisschen nachlässt. Also ich würde gerne mal den Reifen ein bisschen untersuchen, ob da vielleicht nicht irgendwie das Setup so ein bisschen Qualifying-Allüren mit sich bringt. Gut, also dass ich den Reifen am Start und alles, weil ich auch so verteidigt habe, gekillt habe, das ist glaube ich, klar. Und dann, wo ich mich einmal hier, wo gerade Michel war, mich eingedreht habe, habe ich, glaube ich, auf dem Vorderreifen, glaube ich, einen ganz minimalen Flatspot gehabt. Okay. Ja, ich habe dennoch vielleicht das Gefühl, dass im Setup noch ein, zwei Klicks zu aggressiv den Reifen grundsätzlich beansprucht. Aber mein Hauptproblem war dann eher... shit, war das knapp. Das war so eine Linie.
Mein Hauptproblem war, dass halt eigentlich nach 20 Minuten die Temperatur so getoppt ist, dass halt meine Reifendrücke im Arsch waren. Mhm. Und dann bei der Schikane ging genau beim Einlenkpunkt sind bei mir die FPS abgesackt. Weil ich einmal für, glaube ich, Screenshots machen oder so, die Schatten von die Schattendistanz von Mittel auf Hoch genommen habe. Und da ja gerade Sonnenuntergang war, haben die natürlich die Schatten richtig reingekickt. Jupp. Hat es dann immer an einigen Stellen der Strecke kam dann so ein bisschen so. Kam halt die Bildwiederholungsrate aus dem G-Sync-Bereich halt raus. Ja, guck, Rice. Also, das könnt ihr auch anders da laufen. Der Herr Schöniger. Der Dennis mit seiner Riesennase. Ja, Herr Schöniger hat einen relativ großen Zinken im Gesicht. Aha. Das kann ich sogar aus dem Real Life bestätigen, denn mit ihm war ich ja auch im Urlaub. Vor kurzem. Da muss man schon mal aufpassen, wenn der sich umschwenkt, muss er immer so ein Signal. Oh, hier, da war es eben auch bei Michel kurz, das Eindrehen. Da fährst du bei der Kurve da mal, vielleicht mal ich mal einen ganz anderen Winkel oder leicht anderen Winkel rein und das Auto macht dann komische Sachen. Es bietet aber auch leichte Tendenz zum Oversteer. Hm. Ich find's nicht schlimm, aber ja, passiert dann anscheinend. Ja, tatsächlich habe ich das nur bei dieser einen Kurve da gemerkt und sonst ist das Auto, liegt das eigentlich so super. Ich habe einen Leuchtturm anstatt eine Stirn? Hä? Was hast du denn jetzt gegen meine Stirn? Gut, das braucht immer ein bisschen Zeit, Coco. Ach so, deswegen, ja gut. Gerade wenn ich fahre, schwitze ich halt relativ stark. Und Schweiß reflektiert generell sehr gut. Musst mal pudern. Ja, meine Stirn wurde gerade mit einem Leuchtturm verglichen. Weil er so gut leuchtet. Ja, denke ich auch. Wenn sie euch beide gerade nicht stören würde, würde ich noch ganz kurz eine Smoke haben. Ja, mach doch. Handy mit Stream habe ich dabei, also wenn irgendwas ist, ich bin instant da. Ja. Copy. Dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Sag mal, warum krieg ich denn diese Kurve nicht? Ach, die Kurve ist auch eklig.
Ich muss auch sagen, dass ich bei der Warsteiner Kurve, die ich überhaupt nicht mag, weil ich da keinen Anhaltspunkt habe, wo ich genau bremsen soll. Ach, wir fahren ja schon wieder nicht das Endurance-Gerät hier von... Ach. Virtual Safety Car in 5, 4, Safety Car Michel. 3, Safety Car Michel. Safety Car in 2, 1, Pit Limiter. Jetzt Pit Limiter. Das kam überraschend. Ja, das kam für uns auch. Was? Das kam für uns auch überraschend. Ach, jetzt hast du dich entmutet, gut. Das ist aber scheiße mit den Reifen. Wäre jetzt nicht gut, wenn man jetzt in die Box geht? Dürfen wir nicht. Beim VSC dürfen wir nicht. Nee, dieses Mal kam es auch richtig ohne Vorwarnung rein. Beim letzten Mal haben sie wenigstens 10 Sekunden gegeben. Jetzt haben sie direkt bei 5 Sekunden angefangen. Race restarting in 5. In 5, 4, 3, okay. 1, go, go, go. Der Luftdrücke voll im Sack. Ja, F. Wo bin ich jetzt überall hier live? Discord hören wir dich. Ist aber auch vollkommen okay. Gut. Kannst anlassen. Ihr Platz 6 muss beschissen haben. Warum? Ja, weil die 4 Sekunden rausgeholt haben. Stimmt. Die waren eigentlich gerade 14 Sekunden vor mir, jetzt sind sie 18 Sekunden vor mir. Vielleicht haben sie einen besseren Restart gehabt, Keckwick. Ja, nee, ist klar. Pit Limiter ausmachen, besserer Restart, 4 Sekunden, genau. Wo bist du jetzt so? Kann man denn nur so scheiße niedrige Temperaturen machen? Na, im letzten 24-Stunden-Rennen waren 21,5 Stunden Regen bei den Veranstaltern. Perfekt. Ich muss jetzt die Schikane ein bisschen sanfter fahren. Okay, ich fahre dann halt links raus, wenn ich rechts nicht drüber böller. Der Porsche geht mir auf den Sack. Das ist immer dasselbe Porsche. Nee, war er nicht. Entschuldigung. Okay, Luftdrücke jetzt komplett im Sack. Perfekt.
Den fahren wir am Sonntag, den Alpinen. Kaboom. Sorry guys, there's another one. So we'll be virtual safety going 5, 4, 3, 2, 1. Pit limiter, please. Mark, Marcello, please rejoin. Yo, der Porsche hat's nicht mitbekommen. Alter, der hat dich fast abgeräumt, Michael. Ja, ich hab's gesehen. Yeah, so we're gonna restart in 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. Ich würde kurz vom Server gehen und den Restream reinhauen. Ich müsste noch groß. Genau, geh mal, ja, groß. Mal groß. Dann bis gleich. Viel Spaß. Danke, wenn ich auch. Man sagt übrigens über Banner, wenn sie über ihren Stuhlgang reden und das so detailliert, wann und wo, dann lieben sie dich. Danke, Remo. Ah ja. So, jetzt bin ich gespannt. Na ja, gut. Wahrscheinlich sind nicht beschissen zu haben. Chat. Was denn jetzt? Der Chat wiggelt einfach. Wiggle, wiggle, wiggle. Also Nürburgring und die Karre, die strengt mich schon an, muss ich sagen. Ja, da weißt du, was nächstes Wochenende auf dich zukommt. Yay, ich freue mich schon. Kannst du mal kurz flashen, bitte? Gleich. Ich denke, das darf ich nicht. Einmal die Lichter durchschalten. Okay, nice. Ich bin auch noch mal kurz AFK. Luftdrücke sind im Discord gleich. Bis gleich. Danke für 50. War zum Hucken. Was willst du von mir hören, Jan? Ja, ganz toll.
Hoffentlich bald, Gray. Ich muss dich enttäuschen, Michel, noch 30 Minuten, wenn ich das so richtig sehe. So ist es. Aber ich habe ein Drittel schon geschafft. Ja. Also nicht ganz ein Drittel. Eigentlich knapp der Hälfte. Was muss ich? Hä? Warte mal. Ich komm grad nicht mit, Chat. Für euren Support und eure Unterstützung. Hört doch jetzt mal auf hier in der Scheißkurve zu unterfeuern, Junge. Pressingmeister giftet A Tier 1 Subtuk Sixsatz. They have given 5 Gift Subs in the channel. Auto macht mir gerade überhaupt keinen Spaß. Wir sind jetzt auch schon 12 Grad geworden. Ich will in meinen Alpin zurück. Was? Dass du das freiwillig sagst? Okay, es muss richtig schlimm sein. Halleluja. Weißt du, was er gerade mir gesagt hat? Pressure loss in the right rear. Oh. Zeiten sind gerade unterirdisch. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Lupo-Freibier giftet A Tier 1 Subtu Svensson 0126. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Schwarze Mucken. Und in diesem Sinne sage ich jetzt. Der ist heute ganz schön auf Stress gebürstet, der schwarze Mucken. Lupo-Freibier giftet A Tier 1 Subtu Nordhähnchen Deluxe. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich die jetzt, Temperaturen sind halt Abfall. Lupo-Freibier giftet A Tier 1 Subtu Adrenalin 86. Moinsen, Magga. Lupo-Freibier giftet A Tier 1 Subtu XX Dark Shadow 6. Untersteuert im Schumacher S sein Urgroßvater. Say hello to my little friend. Damit hatte ich halt auch die ganze Zeit zu kämpfen gehabt. Ah, schauen wir, dass es ja mal schneit jetzt gleich. Ich weiß, warum meine Drücke nicht hinhauen, weil ich immer zu sehr über die NGK-Schikane böller. Das ist mein Problem. So wieder da. WW. Also das ist unterirdisch mit den Temperaturen hier, Dizzy. Ohne Scheiß jetzt. Wir sind jetzt bei 12,12, ne? Ja. Das ist unfahrbar. Das ist richtig doll, ja. Fährt sich wie auf Eis. Ja. Ich habe auch gerade beim Training, war schon schwer. War schwierig, ja. Hey Playstube, moin, ich grüße dich. Moinsen. Sehr gerne, Gogo. Ich konnte das nicht sehen, dass das nicht 1,9 sind. Ich musste das selber noch voll machen, schnell.
Ja, das sie nicht wissen, Jan. Die werden bestimmt schnell sein. Das Rennen steht heute unter einem etwas schlechteren Stern, ja. Ja, bis jetzt geht. Ich denke mal, der Server hält. Ja, hoffe ich. Ah, fehlen ja auch vier Teams. Haben wir vorne rechts noch Pressure-Los. Oh, ich hänge heute auch richtig in eine Seile irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Oh. Error. Ja, Michel kann so halt noch ein bisschen trainieren für sein 24-Stunden-Rennen. Deswegen fahren wir Audi. Ist auch mal okay. Mal ein anderes Auto ausprobieren. Ich hoffe, Michel, ihr fahrt nächste Woche ein besseres Setup, was dann ja, über den Stint... Ja, hat das Setup zu fahren. Oh. Da kannst du ja noch ein bisschen Input geben. So sorry, dass ich reingequatscht habe. Alles gut, nicht schlimm, überhaupt nicht. Aber nicht im Rennen, Jan, vergiss es. Normalerweise, Raven, fahren wir Mercedes oder Ferrari. Also ich zumindest fahre Mercedes oder Ferrari. Deswegen war ich ja auch so hellhörig geworden, wo es dann auf einmal da am Gehen ins Gespräch kam. Sigi, ja, dankeschön für 10 Subs, Maga. Danke, Sigi. Und Lupo, dankeschön auch an dich für 5. Und Pressing, danke, dass du Xixas einzugesteckt hast. Und Xixas, danke, dass du Sneaky einzugesteckt hast. Vielen Dank, Leute. Kriegen wir wirklich im September vielleicht noch einen Emote frei. Das wäre fetzig. Ah, wird eng, glaube ich. Das wird eng. Ah, alle so am Rumschlieren, ne? Porsche auch hier. Macht keinen Spaß mehr. Ohne Scheiß jetzt. Gib alles. Bin vorne bei 26,5 und hinten rechts bei 26,5. Das ist toll. Wie viele Runden hast du jetzt noch im Tacho? 13. Say hello to my little friend. So viele. Horex mit T300 RS GT kannst du auf jeden Fall gut einsteigen, ja. Das ist ein guter Einstieg. Sogar ein sehr, sehr guter. Ich kann dann nur noch empfehlen, vielleicht die T3 PA-Pedale zu holen mit dieser kleinen Gummimod. Damit kam ich richtig gut zurecht, was die Bremse anging. So aus meiner persönlichen Erfahrung. Was wolltest du jetzt sagen, Michel? Willst du nicht mehr. Luftdrücke nerven mich gerade. Das glaube ich dir gerne. 26,3. Ja, du bist jetzt halt auch in der Temperatur einfach mal 5 Grad runter oder so. Nee, 6 sogar. Nee. Ich bin bei 15, glaube ich. Nee, du hattest mehr, als du Auto übernommen hast. Okay. Aber damit kannst du einsteigen, Horex, ja, auf jeden Fall. Das ist sogar schon sehr gut reingelangt, ehrlich gesagt, für den Anfang. Pff. 14,14 sagt der Chat. Okay. 17,19? Ja, was denn jetzt? Beim zweiten Stint habe ich hier 14,14 gehabt. Ah, okay. Ja, das ist ein bisschen qualvoll heute hier. Mann, ey! Veit, danke schön auch an dich für 5 Subs, Mann. Oh, kurz AFK, ich hole mal eben kurz eine Spezi.
Ja, Mann. Nee. Wer fährt denn jetzt als nächstes? Du, Dizzy? Ja, ich fahr als nächstes, genau. Mach dich fertig, du gehst in 2 Runden ins Auto. Ich bin absolut ready. Hast du meine Reifen drücke schon? Nein. Gebe ich dir. Macht keinen Sinn, ich verliere mega viel Zeit. Ja, alles gut, kein Problem. Ich habe meine jetzt für 11.11 fertig gemacht, meine Reifendrücke. Geht aber nicht mehr schneller mit der Reifenluft drücken. Kannst knicken. Der ist 27.5. Warte. Ja. 27.7? Ja. 27.2? Ja. 27.4. Moment. Also 27.5, 27.7, 27.2, 27.4. Genau. Okay, da komme ich jetzt schon rein. Okay. Geht das oder nicht, wenn ja, ich fahre schon runter? Ja, ja, ja. Geht, geht, geht. Müsstest mit mir aber dann im TS reden, bitte. Weil ich bin gemutet für Chat. Hörst du mich? Ja, ich höre dich laut und deutlich. Mach das Auto dann an. Ja. Kannst du TC noch auf 2 stellen? Ja. Danke. Bremsbalance 59,4. Mhm. Standard, genau. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Hab ich. So, viel Glück. Danke. Okay. Oh, Chat, ich bin gleich wieder da. Ich muss schwimmen gehen und muss in Ruhe. Coletti Chat bringt dich auf den aktuellsten Stand, meine Sonne. Bis gleich! So, wieder da. Oh, ihr habt gewechselt. Jo, ich bin da. Was habe ich verpasst? Cat, klärt mich auf. Ja gut, kalt, das weiß ich. 12 Grad. Afrozeigerwechsel, jo. Ja. Ich habe das eben nur, auch, wo ich das Spezi hier schon hingestellt habe, gesehen, dass wir in die Box gefahren sind, da bin ich noch ganz schnell auf Toilette gehüpft. Ja, ich weiß ja, das ist, wie sich das Auto anfühlt, wenn die Drücke nicht mehr passen.
Richtig eklig. Richtig, Chat, holt die Piu-Piu-Kanone raus. Bitte Eskalation. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidu. Push, 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 die Zewige. Jumpkeks, danke für deinen Sub. Wieder da. Baby. So, also Dizzy fährt jetzt. Jo, Frage danach. Fährt wer? Ist noch nicht geklärt. Okay. Will Dizzy denn fahren oder soll ich fahren? Oder? Kannst auch gerne fahren. Also ich glaube, das ist Flower Walk. Ja, Dizzy wollte keine Doppelstins fahren. Also Dizzy wollte Einzelstins fahren.
Okay. Sag ich nicht. Ja, also eben haben sie den Stop vorgezogen, weil bei Michel waren die Reifen halt, die Drücke waren komplett RIP. Okay, weil sonst würde ich nämlich direkt mal Drücke reinfahren. Jo, mach mal. Temperatures sind gerade? 12-12. 12-12? Mhm. Dann einfach Ambient auf 15 Grad, Cloud Cover auf 0. Dann hast du eigentlich die Temperaturen. Und halt dann, wie viel Uhr wird es dann sein, stell die entweder auf, ja, auf 11 Uhr ein. Die Session. Ich hätte mal warum das. Warum willst du doch meinen Schoß? Baby. Hi Michel. Der Katze im Angebot, will sie mir? Ja, ich nehme sie. Also ich muss jetzt mal ein kurzes Fazit ziehen. Das Rennen ist überraschend unspektakulär. Da war die Startphase genau. Wahrscheinlich noch das Aufregendste von mir, ja. Oder? Ja. Das ist ermüdend. Denn vor allem, wenn man weiß, wie lange das noch geht. Ja, es passiert halt auch nicht viel, ne? Hier bleiben halt die Zweikämpfe aus, die spannenden. Das Auto fährt sich im letzten Drittel echt beschissen. Ja, vor allem sobald die Reifendrücke raus aus dem Fenster sind, rutscht das Auto nur noch wie blöd rum. Ey, das kann's doch nicht sein. Ich muss kurz meine Katze rausschmeißen. Ich springe mir die ganze Zeit auf den Schoß, wenn ich fahren will. So, ein Dizzy-Chat kann ich auch. Genau. Nicht jetzt. Oh, nicht. Punkt. Ja, Dizzy-Chat ist fleißig am Wiggeln. Ah, leg nix. Jetzt kann ich's nachholen. Vielen Dank für deine 5 Euro, Dono. Also, ich hab's vorhin nicht gesehen. Tut mir leid. Aber ich lese es jetzt trotzdem nochmal vor. Nicknix schreibt doch dazu. So, jetzt kannst du auch die Duration vorlesen, Kappa. Chat, ihr und dieses Emote, ne? Ich freue mich so sehr, dass ihr die feiert. Das finde ich so schön. Das macht mich richtig happy. Eskalation. Aber Dizzy? Ja. Die Katze wird dich nochmal ein bisschen langsamer machen vom linken her. Also nur meine Meinung. Ja, das habe ich heute auch schon überlegt, ob man das nochmal macht. Die ist doch schon sehr schnell. Ja, Wiggle auch, ich muss den immer mal überarbeiten lassen. So sehr schnell. Ja, Scarab, das ist halt so, ne? Das ist halt bloß ein G29. In Anführungszeichen. Da waren noch mehr Donations größer. Nein. Also nicht bei mir. Du hast nochmal 200 Bits reingehauen. Ein bisschen Erbe vom Ballon. Hatte ich auf alle Fälle gesagt. Memphis hatte nochmal 100 Bits reingehauen. Ich hatte gesagt, ein bisschen Erbe vom Ballon? Ja. Der Knips hat gesagt. Erbe vom Ballon. Okay. Ich hatte bloß die Dono von Nicknacks nicht gesehen, weil da das Dizzy-Chat-Fenster davor war. Hey. Ja, Scarab, es kommt drauf an, was dein Budget sagt. Aber? Ja, was los? Ich hab das jetzt mal so eingestellt. Rate mal, was meine Temperatures sind. 10 Grad. 9,9. Was? Um 11 Uhr ist 9,9 angesagt. Ach du Schande. Achtung, okay, jetzt... Spaß. Achtung, okay, Spaß bei solchen Temperaturen zu fahren.
Nee, vor allem das Auto ist ja, also der Audi mag die Temperatur gar nicht. Ja, ich habe Regen-Flashbacks. Diesmal war zwar kein Regen, aber dafür arschkalt. Ja, vor allem, das wird ja noch mal kälter. Der Tiefpunkt ist doch wahrscheinlich 12 Uhr oder 1 Uhr, oder? Nee. Nicht? Wird noch kälter dann später? Der Tiefpunkt an einem Sommertag ist irgendwo zwischen 2 bis 3 Uhr. Gilt das auch für Ingame? Das weiß ich nicht, aber zumindest aus der realen Welt ist in dem Bereich Schichtgeschafft. Ja, ich war gerade in der virtuellen Welt. Das virtuelle Welt. Können Sie gleich mal rausfinden. Stimmt, könntest es einfach mal durchspielen. Die Stunden. In der Nacht, wenn halt Breakdeck 1 zu, wenn halt gern. Ja, da kann man nichts mehr einstellen. Boah, ist das krass dunkel, wenn es nicht beleuchtet ist. Wenn du auf komplett high, also wenn du halt die Settings sau hoch hast. Breakducts auf 1 im ganz Dunkeln ist ein Rennen eine dumme Idee. Ein 1 runter. Weil, nicht ja, auf 1. Selbst das ist eine dumme Idee. Weißt du warum? Warum? Du hast nach der ersten Kurve hast du übelst viel Temperaturen treiben, nach der zweiten auch noch. Sobald du auf der langen Geraden bist, ja, kühlen die Reifen trotzdem übelst aus und du hast übelst einen Druckverlust, weil du die Reifen auf die warmen Temperaturen eingestellt hast. Also das ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich es dir erklären soll. Aber dann lieber kalte Reifen und ordentliche Drücke. Weißt du, wie ich meine? Weil die Reifendruckschwankungen sind über die Runde gesehen zu groß. Okay, ja, das macht's. Das will ich damit sagen. Aber auf dem Nürburgring hast du nicht wirklich so lange Geraden. Das reicht aber aus. Ich hab das getestet. Okay. Jo, Gaga Life, den gefällt. Follow! Meine genießer Familie. Warum hat meine Katze nur Scheiß im Kopf, Digga? Du bist 10 Jahre alt. Du bist eigentlich wie ein Senior so. Ist gar nicht, was hat. Hat der Simlab? Nee, Stuhlsen hat kein GSE, Eric. Ich glaube, der hat Simlab. So, jetzt habe ich ihn genau in der Mitte gestellt. Yep. Müssen wir jetzt gucken, was das kostet. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber eine Budget-Variante ist halt das selber bauen. Ja, das ist okay. Wenn das DD-tauglich ist und du den Monitor dran kriegst, ist das okay.
So ein paar Alu-Profile zusammenschrauben, das kriegt jeder hin. Glaub mal. Mit dem Zollstock kannst du mit Sicherheit auch irgendwie umgehen. Das kriegt sogar ein Kaufmann hin. AB-Akt und P7, das können wir in der Zwischenzeit machen. Kompletten Server down. Oh ja. Kompletter Restart. Da sind wir halt ein bisschen zurückgefallen. Car on the left. Clear on the left. Kannst du machen. Kein Problem. Aber schlaube 309 Euro ist vollkommen okay, Scarab. Schauen wir mal. Ja, ein Fabi, die. Es ging einfach bei 9 Stunden wieder los. Das heißt, wir werden jetzt bis um kurz vor 4 in der Nacht fahren. Ich weiß so hoch, warum sie es nicht auf 8 Stunden gemacht haben. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, gesehen nicht, aber ich hab's mitbekommen, was passiert ist. Ich feier das mega, dass North of 1 ist und Russell of 3. So geil. Aber auch nur, weil die Slicks mit Slicks draußen waren. Und Hamilton hat's halt weggeworfen, sonst hätte der vermutlich die Pole geholt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 11-11. Nee, 12-12 immer noch. Irgendwie ist eigentlich das Quali gelaufen, oder das gar nicht mitbekommen. Es hat halt geregnet. Okay. There's a car extinct in lane. Ja, Norris Pole, zweiter Sainz, dritter Russell. Ja, moin, Russell. Und ich glaube, Hamilton war auf 5, ne? Ja, glaube ich. Ja, 4 oder 5. Nee, Ricciardo war auf 5. Dann war Hamilton 4. Alonso, glaub 6, 7 Bottas, 8 Stroll, 9 Perez, 10 Ocon. Vettel hat's ganz knapp verpasst auf 11. Ist, Hey, gut, Junge! Was geht? Verstappen überhaupt auf eine Runde rausgefahren? Eine, ja. Und dann ist er direkt wieder rein. Hat ja eh noch Strafen, deswegen haben sie es wahrscheinlich zum Material schon entzünden lassen. War ja Five-Head-Move. Drei Strafe, drei Plätze Driftstrafe. Dann halt sagen sie, okay, da wechseln wir den Motor. Ja, ja. Da stoppen wir eh von hinten. Damit es, glaube ich, auch irgendwie gültig oder so ist, wegen der Grip-Platzierungsstrafe, ist er dann eine Runde im Quali Q1 rausgefahren, aber direkt wieder rein. Aber in der eben letzten Start, das musste aufs Material ja nicht anspruchen. Nee, ist ehrlich. Ja, natürlich morgen mega nice, wenn das übelst schifft und Hamilton sich das Auto so zerhämmert, dass er ohne Motor wechseln muss. Also ohne, dass ihm natürlich was passiert. Ich würde ihm jetzt körperlich nichts Schlechtes wünschen. Reicht doch einfach nur ein richtig schöner Motorplatzer. Blechschaden. Morgen soll es wohl trocken bleiben, okay. Schade. Sonic, wo willst du hin? Oder? Final warning for exceeding track limits. Jo. Hat er Cut gekriegt? Ja. Haben wir jetzt 3. Ah, ich bin diesmal nicht dran schuld. Monka S oder Dizzy S.
Ja, wir waren zwischenzeitlich nochmal in der Box, Sonic. Weil meine Luftdrücke komplett im Ass waren. Wir haben mehr Zeit verloren, als wir Luft haben. Temperaturen rutscht die Körbe an. Also Dizzy, einen Cut hast du noch frei, hey? Dann hast du wieder eine Durchfahrtsstrafe geholt. Ja, wie in Imola schon. Halt deine Schnauze! Du Arsch. Jetzt irgendwie übelst Bock auf den Steak oder sowas. Ich hab leider keinen auf die Grill. Vielleicht schenkt mir ja jemand ein. Aber mit Waffeleisen bitte dazu, dass ich Waffeln machen kann. Herr Dizzy, bitte kurz flashen. Hört er den Discord überhaupt? Nee, du musst dann dich muten im Teamspeak. Dizzy, bitte kurz, einmal flashen. Was? Ich will ja zu dem. Flashen? Ja, mach ich. Danke dir. Danke. Nee, ich glaube nicht immer, Messer. Da gibt's verschiedene. Ich hatte schon mal geguckt. DT Dizzy gefällt mir. Ich sehe schon, wie er seinen Twitch-Kanal umbenennt. Mikro zum Maul, was? Ich bin heute sehr leise. So, bin ich jetzt lauter? Ja. Ja. Nee, meine für den Stream. Für euch bleibe ich gleich laut. Nee. Bin ich lauter geworden? Niemals. Ja. Doch. Ja. Okay. Aber und ich erfinden hier nichts. Das ist Fakt. Bin ich zu laut? Moment. So, jetzt habe ich genau in der Mitte genommen. Und die Feinjustage, je weiter vom Mikrofon entfernt ist. Nein, ich mache das hier gerade im OBS. Ich verstehe nicht, warum, wenn ich hier Mikrofonverstärkung im OBS einstelle. Warum ich dann bei euch im Voice auch lauter werde? Ja, wo es hieß, dass du mit deinem Mund näher an das Mikrofon warst, ja, dann bist du lauter geworden. Ich hab das manchmal im Hinterkopf. Aber ohne Scheiß, das Rennen ist mega langweilig. Oder? Was sagt ihr? Ja. Ihr fehlt irgendwie die Spannung. Das ist. Ja. Theoretisch haben wir jetzt P6 für 7 Sekunden vor uns. 17,8 P5. Ja, die waren jetzt. Ja, ich weiß nicht. Ja, die waren halt jetzt schon an der Box, ne? Also, die waren an der Box, ja. Da war Bratwurst spaßiger auch. Trotz dessen, dass ich einen Disconnect hatte. Das ist halt jetzt nicht.
53,4, schnellste Rundenzeit. Boah, Junge, bin ich sowas wie raus. Also wir sind tatsächlich das Auto mit der drittschnellsten Rennrundenzeit. Ja, Nürburgring ist auch irgendwie so eine Strecke, keine Ahnung, ich mag die einfach nicht. Also ich fahre sie, aber das ist jetzt nicht so ein Hass wie bei Paul Ricard. Aber irgendwie, weiß ich, die Strecke hat einfach keinen Grip. Das ist fast genauso schlimm wie Laguna Seca. Kannst du nicht fahren, Laguna Seca. Boah, Ray raidet rein mit 22 Leuten. Vielen Dank, mein Guter. Dankeschön, Ray. Also, P4 und P3 sind ungefähr eine halbe Runde vor uns. Jetzt müssen wir erstmal 6 und 5 kriegen. Er hat reingeraidet. Also Laguna Seca ist halt eine Strecke, die verzeiht dir gar nichts. Nee, du hast auch auf der Strecke keinen Grip. Ja, wundert sich bei dem alten Asphalt, aber das ist ja irgendwie das Coole in den USA. Es gibt einige coole Strecken, die haben halt da nicht mehr so viel Grip. Ja, aber in allen anderen Sims hast du auf Laguna Seca deutlich mehr Grip als hier in ACC. Ich hab Laguna in iRacing noch nie GT3 gefahren, sondern das sind Pontiac Soulist. Hä? Nee, also in iRacing hast du auf Laguna Seca deutlich mehr Grip als in ACC. Okay. Zu 100%. In iRacing macht Laguna Seca sogar Spaß. Aber hier in ACC nicht. Laguna Seca macht immer Spaß. Apropos iRacing. Du wolltest mich immer fragen wegen iRacing. Ah. Was? Warte mal, wollte ich das? Hab da mal was gehört, ja? Wiss ich jetzt nicht mehr. Wie sieht's denn bei dir aktuell mit Oval aus? Ah, hau ab, nee. Gar nicht? Nee. Schade. Bin ich raus. Da hab ich keine Zeit. No way. Also nur... Erstens müsste ich mich da erst hochfahren und iRacing an sich muss ich erst mal gucken, wie ich es wieder zum Stream bekomme. Weil bei mir leckt der Stream übel. Seit dem letzten Update leckt's wie Sau. Okay. Hab aber noch nicht rausgefunden, warum. Oval ist Dave Gaming. Schwarze Mucken, so einfach ist Oval nicht. Nee, Oval ist sau schwierig. So und ach, wisst ihr, was ich da für Probleme hab? Ossi 80, hi. Weißt du, was ich für ein Problem habe in iRacing bei Oval? Welches? Dass mir schlecht wird. Ernsthaft? Ja, und weißt du warum? Lol. Nee. Weil ich meinen Kopf immer mit dem Cockpit gerade stelle. Also wenn ich in Oval reinfahre, guckt mein Kopf die ganze Zeit schief. Das okay. Krieg ich aber nicht raus. Ich krieg's nicht raus. Das ist total dumm. Was? Noch nie gehört, dass jemand schlecht mit dem Oval. Nee, also ich kann sie irgendwo verstehen, weil es geht halt immer links rum, aber... Ich kriege da Nackenschmerzen und mir wird schlecht. Ja, das ist ja letzte Woche mit uns 250 Runden Bristol fahren können. Das dauert eine Runde 15 Sekunden. Ja, wohin? Hey, warm! Oh, da war gerade ein Leck. Wo? Wo? Ja, auf dem Server war gerade ein Leck. Auto hat gerade geflogen. Oh oh. Oder sollten wir dieses Mal sagen, ja? Ich bin mir gerade auch am überlegen, darf man das überhaupt sagen? Soll man das überhaupt sagen? Ja, darf man das sagen? Kann mal bitte jemand den Server DDoSen? Das bleibt halt Ende der Option, Server schmiert ab, Rennen ist vorbei. Und wir machen uns sonst noch einen coolen Abend. Oder wir fahren das Rennen bis fucking 4 Uhr morgens durch und es wird immer kälter. Wobei man sagen muss, die Temperaturen sind ja am Ring nicht mehr so unrealistisch. Ach, Ossi, danke für dein Follow übrigens. Ja, von um diese Jahreszeit auf jeden Fall. Holzer, weil das AM ist. Warum das so eingeteilt ist, keine Ahnung. Oh, wir sind auch schon auf dem Server 11.11. Ja.
Welche Rechte bekomme ich dann? Michel, aber doch mal kurz, um aufs Thema iRacing zurückzugreifen. Du fährst dementsprechend hier nur Road. Was fährst du denn dafür für Klassen? GTE und GT3. Eine Lizenz? B. Okay. Es gibt ja die VRS Endurance Series. Ja, weiß ich. Da ist Nordschleife jetzt nächste Woche. Aber da fahren wir ja GT4. Die vier Wochenende. Ja, nee, dieses Wochenende ist hier noch Schleife, dachte ich. Es ist gut möglich, ne? Ja, Paul, weil Nick wollte mit mir hier diese 6 Stunden da fahren. Ach ja, stimmt, VLN, hier haben wir noch die VLN als separate Serie. Aber wir fahren ja nur GT4 am Sonntag. Ja gut, ich meine, ihr könnt schon auch die 6 Stunden fahren, also wenn dann halt 2 Alpinen weniger auf dem Umbrit. Ist dann halt so, ne? Dumm gelaufen. Die einzigen 2 Alpins. Would one of the team members from the 104 Porsche please message me? Thanks. Was hat er gesagt? Die 104. That's 104 Porsche. 1044? Hä? Aha. 1044. Nein, der meint den Platz 18, meint der. 404, denke ich mal. Aber das ist doch kein Porsche, das ist ein Bentley. Ach so. Das ist die 104? Ach, der letzte. Ach, das ist der so ganz, der so ganz wild fährt. Ey, wir sind gerade mal eine Runde zurück. Das ist gut. Aber Dizzy kommt an Platz 6 ran, das ist sehr gut. Okay. Mal alles zurück. Hast du gejinxt. Oh, wie lange was habt denn ihr nur heute nur mit meinem Mikro, sag mal? Bei uns im Discord bist du jetzt laut genug. Ja, ich denke im Stream auch. Die wollen mich bloß trollen. Ah, Dizzy, du sagst Bescheid, wenn du Reifendrücke machen willst. Ich hab's sogar rausgefahren. Nice. Alles klar, Flo. Bin aber heute im Sack, Chat. Lass mich schnell. Geil. Irgendwie ist mir heute zu wenig Vexus und Capo hier im Chat. Was ist da los? Schwarze Mucken. Ja, ich bin aber schon seit 6 Uhr munter. Schon an nächste Woche denke, dass da das ganze Wochenende auch schon wieder im Eimer ist wegen dem 24-Stunden-Rennen. Schweig. GG, was war denn jetzt? Auto hat ein bisschen Wiggle-Wiggle gemacht. Elmis Fun Gaming hostet mit einem Zuschauer, dankeschön. Dann müsstest du die Einserbremsen aller 90 Minuten circa wechseln. 2 Stunden. Halten die 2 Stunden? Ja, ja, ja. Aber streckenabhängig. Nee, nicht unbedingt. Nein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die 2 Stunden in Zandvoort halten. Zum Beispiel in Spa alleine halten die schon 2,5. Okay. Aber macht halt nicht so viel Sinn. Den eigentlich noch ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, siehst du die hier nicht neben den Reifen oder ist da irgendwas davor? Wait. Ja, die solltest du neben den Reifen sehen. Elliot? Faster car is approaching.
Oh, jetzt kommt Nick. Platz 2 hinter dir, Lizzie. Ja, Achtung. Hab ich gesehen, danke. Das Server-Stats sehen gut aus. Alles gut. Aber overall droppen die Zeiten halt auch ganz schön, ne? Ganz, ganz wild. Ui, ui, ui. Car on the left. Slow car ahead. Clear on the left. Oh, ja, hat jemand das Schild kaputt gefahren? Dann gaggt er wohl nicht mehr. Ich kann doch nicht schon wieder weiter geworden Zeit werden. Gekostet, leider. Dann muss mein Mikro kaputt sein. Okay. Okay, es geht wirklich um die 104, die auch eben. Wir ja, haben schon der vorher eine Info bekommen. Nicht liften direkt auf der Racing Line. Ja. Final Warning und jetzt ja. Reicht einfach auch DSQ. Jo. Mit also 2.17 ist der gefahren. Okay. Ja, der gut, der ist so abgeflogen gerade. Okay. Aber es ist halt overall die Leistungsdichte. Oh. Macht er eigentlich. Ach, oh, ey. Der hat uns, glaube ich, nicht kommen sehen. Weit auseinander. Du hast halt hier nichts, was hier irgendwie zusammen ist. Na gut, Platz 9 und Platz 10. Aber dann hört es doch schon auf. Als Garib hört mich noch schwarze Mucken. Danke für 50 schwarze Mucken. Ich glaube, jetzt ist auch bei Dizzy die Phase vom Audi, wo er anfängt rumzuschmieren. Ja, ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass im Setup ein paar Klicks gemacht sind, dass der Reifen zu schnell zu krass in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, das Setup ist halt für 80 Liter ausgelegt. Ja, okay, gut, das erklärt schon. Ich hab's auch schon im Discord bei den News geschrieben, dass wir das Setup nicht zum Simrad World Cup fahren können. Nicht im letzten Drittel zu sehr ein. Da war aber wieder der PC-Bug. Krass, ich hätte den noch nie aufnehmen. Da bin ich auch keine froh drüber. Rüdiger! Keine Kapriolen hier! Rüdiger! Nicht so tief! Ganz wild, meine Katze schläft gerade auf meinem Chargeable Mousepad. Die lädt sich gerade for real auf. Dann lässt du einen schönen Hoops ejecten. Inne nicht. Ein richtig schöner Katzenschiss. Oh Gott. Der einfach nur das ganze Haus beduftet. Nee, ich glaube, wenn das passiert, dann jagt mein Dad die so aus dem Haus. So schönes Katzenfibres. Könnte sein, Knipser, das stimmt sogar. Die eine Katze schnüffelt das weg.
sie hat genau dieselben Probleme wie ich. Zu 100%. Wie war denn das bei dir? Warum machen die denn schon wieder alle so weird Platz? Bei mir ist es auch so. Ich meine, es hätte auch ein bisschen die Konzentration gefehlt, aber du konntest so fahren wie vorher, du hattest sogar weniger Sprit. Und es ging einfach nichts. Du warst einfach sicher 7, 8, 9 Zehntel langsam. Ja, die TC-Regel. Ihr fahrt ja auch noch mit TC2, also Fischi und Aber. Die Regel ja. Ja, die Regel ja so mega viel weg, die TC2. Selbst die TC1-Regel an gewissen Punkten zu viel weg. Aber du kannst ja halt nicht noch tiefer gehen, weil dann hast du der gar Crow, nicht. Das musst du vielleicht später nochmal machen. So einen langen Text kann ich leider nicht lesen, währenddessen ich fahre. Okay, ich hab's doch gelesen. Ich hab aufs TC2. Ich wollte das gerade vorlesen. Ja, ich hab's schon gelesen, danke. Ja. Also, The Crow liebt dich. Kurzfassung. Ja. Und die Mods im Chat auch. Dich nicht? Nee, das so einen Text hab ich noch nicht von meinem Chat bekommen. Schade. Das mach ich dir nächstes Mal fertig, Micha. Gareth, da solltest du vielleicht das @HC Dizzy wegmachen. Du kannst doch. Da ist komplett versaut, Gareth. Auch mit den Emoji wie Java liebe. Man muss sagen, so die ersten 20, 30 Minuten fährt sich das Auto sehr schnell und danach bricht es komplett weg. Oh, Vexus ist wieder da. Ja, ja, das stimmt. Also irgendwas stimmt da mit der Balance von dem Auto nicht. Der fährt sich wirklich die ersten, sag ich mal, 20, 30 Liter fährt sich das Ding richtig gut. Okay, jetzt Copy and Paste ist halt einfach alle. Perfekt. Und Pyjama 8 Liebe ist halt immer noch mit drin. Hat halt keiner rausbekommen, ne? Da hättet ihr da wenigstens einen Pingu da noch eingefügt. Wahre Liebe! Geht nur über Twitch Prime. Das stimmt. Deswegen habe ich meinen Prime-Sub auch bei dir reingehauen. Kaliber, die 24 gesagt hat, auf 30. Deswegen ist mein Prime-Sub bei dir, weil mein Herz schlägt für dich, Michael. Was sind das für Emotes? Was wackelt da bitte mit dem Arsch? Ja, Krümel, zählt's ein bisschen. Oder ist das Real Life, Krümel? Car on the right. Clear on the right. Ach ne, ist ja E-Sports. Du sagst... Das ist ja schon wieder die 104, ey. Wie langsam sind denn die? Platz 6 wohl Fehler gemacht. Die waren in der Box, aber das ist ein anderer Fahrer drauf. Ah, okay. Das sind nur ganz weirde Namen. Wieso heißt du ja eigentlich Ava? Weil es von Race App schlecht rüber gemacht worden ist in die. Perfekt. In die Entry-List. Ich weiß auch ich nicht. Warum heißt denn eigentlich du Michael? Was? Was?
die Leute gerade einfach so starten? Das 18.000 Umdrehung und im Apex letzte Federn ist von Günther und Hendrich. Kannst du auf YouTube mal gucken. Ah, das ist eine Gurke, alles klar. Oh, jetzt hagelt es ja aber Strafen, ey. Was ist denn hier ringsherum ein bisschen los? Es wäre halt mal interessant, warum die eine Strafe kriegen. Oder was die verbrochen haben. Da haben die das im Discord auch nicht, dass sie es da reinfühlen. Der ist so krass wie die Reifen einbrechen, aber auch irgendwie bei allen. Guck der Lambo hat, glaube ich, auch Schwierigkeiten mit der Reifen. Gucken mal, was die vorne für Zeiten fahren. Na, gefährt sie, immer noch hier. Sie wollen wir gleich Reifenrücke machen? Ja. Dann hätten wir nämlich das auch schon hinter uns. Ja, können wir machen, oder? Willst du keinen fahren? Nee, Dizzy will kein Doppelstin fahren. Dankeschön, Terror-Pinguin. Sag's mir einfach an, wenn du bereit bist, gell? Ja. Wenn wir einen kräftigen Zug können. Du bist ein relativ mittelmäßiger Fahrer. Ach, come on! Hello guys, there'll be a virtual safety car in shortly. Hang on. Was? Es kommt ein VSC gleich. Moinsen, Magier. Yep, so a virtual safety car in 5, 4, 3, 2, 1. VSC. Gut, dann können wir jetzt direkt perfekt Drücke machen. 27.6. Ja. 27.8. 27.8. Ja. 27.3. Ja. 27.4. Ja. 27.6, 27.8, 27.3, 27.4. Perfekt. Copy. Mach ich. Der 104 Porsche zieht oder fast verrafft. Right, Patrick. Ending in 5, 4, 3, 2, 1, go. Patrick ist ein paar Teams raus nach dem ersten Server Crash. Aber hier dann auch. Oh. Die Reifen eiskalt bei Dizzy. Es sind sogar ein paar Stellen dunkelblau. Aua. Oh shit. Okay, gut. Ist gut möglich, Bier. Temperaturen sind bei 11 Grad. Jo. Wir haben Drücke schon durchgegeben. Ja. Luft und Recke. Ich habe gerade eine Idee bekommen, warum die Runde um uns rum 5 Sekunden bekommen haben. Das war auf jeden Fall Dizzy S. Gerade. Bis 8 in der Gruppe. Wahrscheinlich. Ja, gab es eigentlich schon Strafen bezüglich vielleicht VSC-Verkehr? Gute Frage. Patrick, Idees wie dies. Oh, Mr. Lambo, deine Reifen sind voll richtig kacki. I'm coming!
left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Ja, easy. Wache, Chat. So ruhig. Yellow flag in sector 3. Wie, was, wo? Das ist gerade so still. Ja, keine Ahnung. Ach, ich hatte mal einschlafen. Ja, und noch nicht mal 11. Oh Gott. Dieses Rennen zieht sich irgendwie. Der lange Nacht. Bei P7 geht es aktuell echt steil bergabwärts. Ja, also da, die haben Probleme scheinbar. Das Kabelhof hat sich zurückgerundet. Ich glaube, Ryler schafft es gleich auch. Für 147. Kann gut sein, dass bei denen auch die Reifen jetzt auf einmal in die Binse gegangen sind. Der Cry 2505, danke dir für deine Follow. Hätte Runde genießen. Bei ihm ging es aber krasser bergab nach dem Forst als bei uns. Jo. Mag der Labor anscheinend ja doch nicht so. Na, es freut mich, dass du auch hier vorbeischaust. EB. Servus. Irgendwas passiert? Sind noch 6 vor. Dies ist an dem Lambo vorbei, der Struggle aktuell richtig krass. Ja, seit dem VSC geht es ihm gar nicht mehr gut im Lambo. Der hat die Phase gar nicht gut verkraftet. Yellow flag, yellow flag. Gell? Der hat die Temperaturen, die zerstören halt komplett die Reifen. Aber
bei den Temperaturen fährt man halt je nach Jahreszeit auch am Nürburgring. Ich kann mir vorstellen, bei den Temperaturen fährst du nachher gleich noch auf die Schleife. Das ist durchaus normal. Ted, was machen wir nur heute noch? Das Rennen zieht sich halt jetzt noch 5 Stunden. Stunden 40, bitte. Wir wollen es nicht länger machen, wie es ist. Und ein paar Geporten waren nicht erlaubt, gell? Ja, okay, die 42 ist auch schon raus. Erfolgers zu 2. Günther und Hendrich gucken. Ja, das ist echt gut. Kannst du echt reden, Ehrenachsel. Ah, sind nicht alle Videos gut. Es sind momentan 11:11. Tendenz sinken. Dance auf 9 Grad. Regenreifen drauf machen. Überlegen wir, ja. Jetzt ist ja was um diese Zeit. Das war nämlich das erste Mal, dass ich an der Nordschleife überhaupt Dienst gemacht habe. Wohl ein bisschen früher war es gut. Ja, wohl. Ich bin ja erst Ende September. Der Sommer war dieses Jahr, keine Ahnung, nicht so geil. Nee, hat viel geregnet. Aber dafür die Sonnentage, die zum Beispiel jetzt wir hatten in der Schweiz, die waren dafür Bombe. Gerade auch am Freitag waren wir ja mit der Firma waren wir in den Bergen, in Chorwalden. Ja, war das Wetter so geil. Kein Wölkchen, die Sonne hat nach unten gestrahlt, aber es war genug. Dass es nicht zu heiß wird. Richtig schön. Jo, krass, dann war es wirklich gut. Das ist eine gute Frage. Ich hab dafür einen Marvin, das nennt sich Marvin. Yeah, sorry guys, I got me another one. Shortly, hang on. Was will er? Es gibt gleich wieder ein VSC. Sonst, ich müsste mal, Patrick, ich müsste Marvin mal fragen. Gar nicht so schwer. Yep, so Virtual Safety Car 5, 4, 3, 2, 1. Enable Pit Limiter, please. Hat Lambo richtig gebumst. Ja. Lambo dreht sich gleich nur noch überall hin und her. Ja, Terror-Pinguin, aber overall, wenn du die letzten Sommer angesehen Remo, ich hast, jetzt war sechs der... Wollen. Boah, das ist ja mal komplett für den Arsch. Was hat Dizzy gesagt? Das haben wir jetzt nicht gehört. Er hat noch 6 Runden. Wie viele Minuten hast du noch? 6 Runden habe ich noch. Copy. Ich bin dann soweit ready. Ich sag's einfach, wenn du die letzte Runde antrittst. Ja, im Apex lässt er halt federn, wa? In 6 Runden ist dann Rennende, oder was? Right, restarting in 5, 4, 3, 2, 1, go, go. Rodon, wolltest du im Ausland oder? Car on the right. Clear on the right. Lieber meinst du hier? Also gut. Ja, das hier in der Garage wusste ich. Mit Anü. Hab ich noch meistens nicht benutzt. Bei uns hat es extrem viel geregnet, Terror Pinguin. Boah, es hat doch generell in Zentraleuropa viel geregnet. Hast du schon mal im Keller regnen sehen? Ja, gut, das ist eine korrekte Aussage. Ja gut, es hat viele im nordwestlichen Bereich erwischt. Nordwestlich war das, ne? Dort sind die da alle abgesoffen. Und bei uns halt noch weiter östlich. Halt auch sehr, sehr viele den Wassermassen erlegen.
Zumindest was die Infrastruktur angeht. Patrick, du kriegst einen gewissen kleinen Beitrag. Jetzt ist es. Überlegen, 24er hat man irgendwas knapp 200 Euro bekommen. Nicht die krasseste Bezahlung, aber das Coole ist, es reicht eigentlich genau um. Oder generell für Spritkosten und Verpflegung. Easy. Also gerade jetzt zum Beispiel für mich, der aus der Schweiz kommt, wenn ich jetzt hier losfahre und oben ankomme, da brauche ich halt wieder tanken. Dann ist der Tank leer. Fast leer. Da komme ich eigentlich genau plus minus null mit einer coolen Experience nach Hause. Und sollte was übrig bleiben, gibt es an der an der Delta gibt es eine Tankstelle. Da kannst du auch Modellautos kaufen. So 1 zu 64, 32, 12. Da kann man auch noch mal ein bisschen was Geld, ein bisschen was liegen lassen. Nee, wir haben hier jetzt den Plan Viper. Ja, Nicknacks, aber das Setup fährt sich trotzdem scheiße. Unabhängig davon, wie die Reifen jetzt auf Temperatur oder Druck kommen, das ist zu instabil nach 40, 50 Litern, die du rausgefahren hast. Das hatten wir in Kyalami auch. Ja, da war das so zwischen 105 bis 80 Liter war das echt wild, das Setup. Aber bei 80 Liter hat sich dann wieder gefangen und du konntest wieder gute Rundenzeiten damit fahren. Aber hier ist halt Feierabend. Herr Wechsel, du weißt doch, wie ich es meine. Da spielt mit Sicherheit vielleicht auch der Klimawandel eine Rolle. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann mich auch bloß auf die Aussagen der Wissenschaftler stützen, die das da sagen, dass es eben so ist. Klar, das Wetter hat sich verändert, man merkt das auch. Aber... Es gibt ja irgendwo auch Sinn bezüglich Klimawandel, weil gerade in gewissen Regionen war es ja diesen Sommer so heiß wie noch nie zuvor. Gerade beispielsweise Kanada. Und Regen entsteht ja durch enorme Hitze. Und gerade wenn es irgendwo auf dem Meer draußen halt richtig heiß wird, stehen halt die Wolken und irgendwo müssen sich ja entleeren. Da hat es halt Europa getroffen. Ja, das Wetter hängt aber mit dem Klima zusammen. Ja, eben, deswegen, ja. Ja, weil Scarab gerade geschrieben hat, Wetter ist nicht Klima. Doch. Wetter ist gleich Klima. Das geben sich die Hand. Ich meine, wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann das nicht abschätzen. Man merkt, dass das Wetter bzw. die Zustände der einzelnen Wetterlagen immer mal ein bisschen anders ist. Aber wie soll ich das jetzt formulieren? Also ich finde, in Deutschland ist es halt mal warm, mal kalt, hat man viel geschneit, hat man wenig geschneit und die anderen Länder kenne ich nur aus dem Fernsehen, was da los ist. Das ist wirklich so, Valentin, bei mir in der Software ist alles in Ordnung. Ist alles synchron. Circa eine Minute, Seppo. Ja, können wir da machen. Wir. Ja, aber das Wetter wird durchs Klima beeinflusst. Formulieren wir es so. Das klingt vielleicht ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ich bin da irgendwie der falsche Diskussionspartner dafür. Ich habe da immer Angst, dass ich irgendwas Falsches sage. What's up, Carl? Yo.
Das ist korrekt. Also einen richtigen Winter hat man lange nicht. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß noch, da war ich... Ich weiß gar nicht, ob ich da noch Lehrling war. Also es ist, glaube ich... Ich glaube, das war das letzte Lehrjahr von mir, 2008. Da hatten wir richtig mega viel Schnee. Da war es auch so kalt, dass der Diesel eingefroren ist. Ich glaube, das war 2008. Danke, Valentin, für den Schluck Whisky. Er zündet. Was meinst du, direkt hier in Ansicht? Wie will ich denn hier auf die Punkte klicken können? Und die ja da. Hallo. Ja, es war definitiv Diesel. Weil Diesel wird zu Gelee ab, ich glaube, minus 25 Grad, je nachdem, wie welche Additive zugemischt wurden. First Riders. Remo, ich gehe jetzt gleich in die letzte Runde. Hallo 2010 gewesen. Gut, Jungs, ich verabschiede mich mal von hier und bin mal drüben im... Alles klar, bis dann. Bis dann. Toi, 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 Remo. Oh, shit. Ich glaube, er kommt jetzt rein. Okay, alles gut. Gerettet. Gut gefangen, ich bin jetzt bei dir. Also ich werde dann soweit. Ja. Yeah. Ja, oder der Dieselflock, das ist doch scheißegal, welchen Begriff wir jetzt dafür nehmen. Es wird dann so Gelee-artig. Wie Slushy Eis. Ich würde aus Sicherheitsgründen lieber jetzt reinkommen. Wenn es richtig kalt ist. Und die Reifen sind wirklich ziemlich breit. Ja, den gab es aber zu der also Zeit, glaube ich, also, Reifendrücke, hast du die vor Augen gerade? Lass es dir schmecken, Deepa. Ja, ich weiß noch. 27,6, 27,8, 27,3, 27,4. Ja, passt. Durchaus möglich, schwarze Mucken. Klopfende Verbrennung kann sehr, sehr, sehr viel kaputt machen. Steht. Ich mach dir Auto an. Jo. Also hoffe ich zumindest. Jo. Ach. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Und go. Gut lang gefahren, Remo. Boxenstopp bei Rheinisch P7. Gut. So, da bin ich wieder. Ja. Sag mal dein Fazit zum Rennen. Remo, du hast doch TC2 drin. Was soll ich machen? Sag mal dein Fazit zum Rennen bis jetzt. War zu kalt. Ja, das auch. Und es ist langweilig, oder? Jo, komm. Langweilig? Ja, also es holt mich irgendwie überhaupt nicht ab, das Rennen. Also... Imola war deutlich besser. Also ich hatte schon gut zu tun. Ja, zu tun schon, vom Fahrerischen her, aber rein von den Kämpfen her ist es halt nicht so nice. Ist halt weit auseinandergezogen mittlerweile. Ja, ne? Ja. Aber ich finde es jetzt nicht. Also, der Restart war jetzt ein bisschen doofi so, aber ansonsten ist es doch tippitoppi. Und. Ne, es geht jetzt nicht um den Verlauf des Rennens, es geht um overall. Es holt mich halt irgendwie nicht ab. Und das Auto fährt sich halt nach 40, 50 Litern echt scheiße. Das ist, stimmt ja. So ab einem gewissen Punkt ist der Hobel echt sehr unangenehm zu fahren. Mhm. Also sehr, sehr unangenehm zu fahren. Möchtest du mir jetzt damit sagen, dass wir den Hobel irgendwann abstellen, oder? Nee. Nee.
Okay. Wir fahren das gerne noch bis um 4 zu Ende. Ja, der Ring ist halt ein bisschen größer als Emula, ne? So von der Sache her, und es ist kein GT4. Ja, 10 Sekunden. Also ich find's jetzt nicht langweilig. Ja. Machst du das jetzt schon die letzte Stunde, so eine Stimmung verbreiten? Nee. Okay, nee, ich wollte gerade sagen. Wir hatten das vor uns bloß mal kurz angeschnitten. Ich wollte jetzt bloß mal deine Meinung dazu hören. Ja, so langweilig finde ich es jetzt nicht. Also ich habe gerade, glaube ich, noch 3 Plätze gut gemacht. Bin stolz auf mich. Wusstest du schon, dass du auf der Streckenkarte mit der Maus die Punkte umstellen kannst in der Ansicht? Wie? Was? Wo? Wie meinst du das? Wie soll ich mit der Maus auf die Streckenkarte kommen? Dann hatten wir kurz mal das Thema Klima. Okay. Und Klimawandel und Wetter. Ja. Hab mich da gekonnt aus der Affäre gezogen. Ja. Um Diskussionen zu vermeiden. Ja. Okay. Five-Head Move. Ja, der war richtig. Das ist richtiger Dizzy 5-Head auf jeden Fall. Aber also dafür, dass das Setup, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Setup ist ja ganz nett, aber ich glaube, man könnte doch echt ein bisschen was rausholen. Also ein bisschen weniger übersteuern wäre ganz geil, und ab 50 Liter ist ja nicht unbedingt sich... Nee, also ab 90 Liter so, ab 80, 90 Liter wird das Auto echt scheiße zu fahren. Ja, von 120 bis 80, 90 lässt sich das Ding tippitoppi fahren, aber alles, was dann drunter ist, macht keinen Spaß mehr. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das Rennen nicht so abholt, weil das Auto scheiße fährt. Oh. Huh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich Schwierigkeiten. Ich muss mich wirklich sehr hart konzentrieren, um die Pace zu halten mit dem Setup. Auch. Also ist wenig mit rumblödeln. Also schnell ist es auf jeden Fall. Also Einser-Bremse und so 20 Liter geht auch auf jeden Fall, aber dann mit frischen Reifen, aber so mit angeditschte Reifen nachher, das wird, also ist wirklich, wild. Weniger Sprit und öfter Boxen, ja. Bringt uns aber auch nicht weiter. Nee, das nee, aber ganz das unruhig, ist der Hobel irgendwann, das nur am Rutschen. Das ist gut, dass wir das jetzt... Ich höre doch mal auf zu gehen. Das ist gut, dass wir das jetzt wenigstens feststellen und nicht nächste Woche im Rennen. Ja, toll. Ich freue mich, dass ich dein Versuchskaninchen Rennen sein darf. Tippitoppi, also wirklich. Ich meine, so schlecht läuft es ja nun nicht. Das ist ein zweitschnellster Audi, was wollen wir mehr? Toll. Ich glaube, Michel, dass du siehst das, glaube ich, dass das langweilig ist, weil der Pott nicht so fährt, wie du möchtest, glaube ich. Also, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, ja, also ich finde nicht, dass sich das unterscheidet zu einem anderen Endurance-Rennen, was wir in der Vergangenheit gefahren sind. Also ich finde das Rennen wirklich sehr gut, bis auf der... Das Einzige, was mich halt wirklich, und da bin ich ganz ehrlich, ein bisschen milde stimmt, ist der Restart, weil der Start war wirklich sehr, sehr gut. Und dann... das damit zu tun habende Zurückfallen bis ins Ultimo Nirvana. So. Und dass es einfach bis fucking um 4 Uhr morgens geht. Ja. Das habe ich auch noch nicht verstanden, was der Sinn dahinter war. Aber ey, es ist wie es ist. Ich habe nachgeschaut hier, und er ist Set 33, ist ein guter Preis. Oh, pff, ich denke schon, Horex, ja. Hä, wieso addest du dich selber, Flo? What the heck? Das ist, wenn die Leute in ihrer eigenen Farbe schreiben. Also du kannst ja mit slash me kannst du ja in deiner Farbe im Chat schreiben. Ach so. Und das ist das.
Alles wie immer, Hedger. Der Audi geht schon eher an Axel, also so ist es nicht. So hässlich ist er jetzt nicht. Doch. Naja, es ist Geschmackssache halt. Von wem hattest du das Setup? Von Schöni oder? Ja, ja. Wie gesagt, für 80 Liter und Quali ist das ganz okay. Obwohl, für Quali habe ich es auch ein bisschen umgebaut. Da habe ich dem Auto ein bisschen mehr Rake gegeben, dass er noch mehr Grip auf der Vorderachse hat. Aber für 120 Liter und 2er Bremsen ist das Setup ungeeignet. Bin ich der Meinung. Jo. Also wenn du jetzt jemanden auf dem Auto hast, der nicht so viel Erfahrung hat, dann ist nicht so gut, ne? Ja, und mein Problem war halt, dass ich zu viel über die NGK-Schikane geböllert bin. Das ist halt nicht so gut. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich nachher ganz viel Angst vor dem Ding. Das habe ich immer ganz, ganz zärtlich angefahren. Also ich habe auch keine 1,54 geschafft. Obwohl die locker drin wäre. Aber der war so unruhig irgendwann. Hau rein, Fred, bis dann. Der war irgendwann wirklich sehr, sehr unruhig, der Wagen. Aber ey. Porsche fahren wir nächste Woche wieder, mein Teil. Ich weiß gar nicht, auf welcher Strecke. Ach, Bathurst. Oh, nee. Oh, Cut. Mm-mm. Oh, das war aber knapp. Hat ja nicht viel gefehlt. Oh, Remo haut jetzt eine 53er raus. Nee, die Temperaturen haben nichts mit realen Temperaturen zu tun. Nee, nee. Die sind wir ja schon gefahren, Vexus. Du Kackei. Also wenn das Delta jetzt dort oben hinhaut, ich weiß es nicht. Dann wird es immer noch eine 54. Bei einer 53. Jetzt wird es keine 53er mehr. Nee, vorher auch nicht. Wieso? Da bei 55,1 minus 1,1? Da war ja noch nicht 1,1. Oder? Doch. Ich verstehe das Delta gerade nicht. Alter, der Eimer rutscht so sehr hier vorne in der ersten Kurve, das ist Wahnsinn. Ey, der könnte noch so viel schneller sein, wenn er nicht so viel rumdödeln würde. Also wenn er noch ein bisschen stabiler wäre und weniger übersteuern würde, war er, das wäre einfach so ein unglaublich schnelles Auto. Uff. Die Kurve bin ich wahrscheinlich vorher die ganze Zeit falsch gefahren, weil ich die komplett im zweiten gefahren bin. Das kommst du aber besser durch, wenn du die im ersten fährst. Ja doch, das steht oben links, Vexus. Bei Beste. Du Sackgesicht. Ja, Hedger, ich weiß jetzt nicht, Bratwurst und mit Porsche, kritische Situation, glaube ich. Ja, die fahren vermutlich schon ein anderes Setup. Denn ist einfach nur Scheiß-Setup rübergeschoben. Bentley ist richtig gut auf Bathurst. Notiz an mich selber, wir fahren nie wieder Audi, by the way. Hä, warum? Ja, für die anderen Autos habe ich wenigstens Setups, die waren, die safe sind. Das kann man auch safe machen, das Setup, dann liegt es aber nicht mehr, also dann geht er aber nicht mehr so gut durch die Kurven. Weil es halt wirklich ein bisschen oll auf dem Arsch. Aber ist egal. Heute stehen wir sowieso schon wieder, Alter, komische Stern.
Dennis ist ja eigentlich nicht mein Gegner, weil wir fahren ja immer noch Simgrid zusammen. Vielleicht fahren die das Ding aber auch einfach so. Das glaube ich nicht. Nee, die Setups sind nicht von mir. Nee, nee. Mit dem Setup hier, das hat Michel von dem erstplatzierten Audi besorgt. Das ist auch korrekt, Sniper. Dass die eigentlich bloß Audi und... Ja, die fahren eigentlich bloß Audi, das stimmt. Aber Nick, die sind auch mit anderen Autos schnell. Glaub mal. Oh, ich glaube, Remo hat Probleme mit Luftdrücken, oder? Mhm. Oder er hat sich einfach bedankt beim Bentley fürs Vorbeilassen. ...53,6 ist ja auch drin. Das hatte ich ja vor uns auch im Delta, aber... ...nicht auf Dauer. Zumindest nicht mit dem Setup. Keine Chance. Oh, 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 oh. Alles gut. Eins wildes Reiter. Der ist über die Wiese geritten. Der goldene Reiter. Kann gut singen. Das stimmt. Das ist hier Goldstimme. Ja, wie gesagt, Bentley ist richtig gut auf Bathurst. Dun, 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 dun. Jetzt musst du dir noch die Grafik von Gameboy Pokémon vorstellen, Vexus. Honda ist da auch gut, da hält der Motor aber keine 24 Stunden. Da sind doch bei Bratwurst auch welche durchgefahren, oder nicht? Hondas. Ja, die haben den dann aber gestreichelt, den Honda. Oder hat einen Disconnect sogar. Ich glaube, ein Honda hatte sogar einen Disconnect. Der hat dann natürlich einen frischen Motor, ist klar. Guck mal, selbst in der Formel 1 mussten die einen Honda-Motor tauschen. Ja, Michel singt jetzt bis zum Ende. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Ich will mal einen Liedtext raussuchen, meinst du? Nee. Irgendwas von Helene Fischer? Nee. No, thank you. Ich bin so im Sack, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin übelst müde. Ich auch. Ey, ohne Scheiß, ich hab schon lange nicht mehr so durchgehangen wie in diesem Rennen irgendwie. Ey, und keine das Ahnung. Sind halt noch 4 Stunden, ne, ja? Das ist noch ein Drittel von dem fucking Rennen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so durchhänge. Chat, jetzt DDoS doch mal den Server, bitte. Ey. Michael, sowas ist wirklich total unqualifiziert. Gewöhn dir das ab. Sorry, ist die Müdigkeit. Das ist der Klang vom Audi? Wahrscheinlich, mein Server fährt auch gerade runter im Kopf. Thank you.
Rodan schreibt, dann schließe ich halt mein DDoS-Programm wieder. Ob ich nochmal fahre? Ich gehe mal ganz stark davon aus. Michel hört sich nicht so an, als wenn er viel fährt noch. Nee, ich fahre meine zwei Stints noch. Wenn es nötig ist. Wenn es nötig ist. Du hast so gar keinen Bock, ey. Das habe ich noch nie von dir gehört. Du hast gar keinen Bock. Wenn es nötig ist. Habe ich von dir noch nie gehört. Das ist wirklich... Da weißt du sofort, dass du eigentlich gar nicht mehr fahren willst. Ich fahre noch. Wow. Also Top 5 will ich schon haben. Aber ist, glaube ich, raus, oder aber? Keine Ahnung, ob ihr mich noch mal fahren lassen wollt. Jetzt aber auch. Also aber ist ja da, um zu fahren, also. Gut. Müsst ihr wissen. Also ich kann auch noch einen Stint machen, so, das ist auch easy. Also ich würde auch noch einen machen. Ava hat jetzt was? Einen, ne? Hektora. Ich hab jetzt einen, ja. Ava hat mach einen. So. Müssen noch einen machen? Danke an euch alle. Wenn, dann nach Remo jetzt. Ansonsten, glaube ich. Na, wenn dann machst du denn von 3.30 Uhr bis 4. Nee, von 2.30 Uhr bis 4.30 Uhr. 3.30 Uhr. Wie viele DTs willst du haben? Ey, meine belgische Praline, dankeschön für 62 Monate. Willkommen zurück. Wie viele DDs willst du? Ja. Echt, ohne Scheiß, wir fahren nie wieder Audi-Chat. Dieses Auto macht einen so schläfrig. Denkst du, dass das daran liegt? Ja. Echt, ohne Scheiß, Michael. Ich hab gut geschlafen, hab Sport gemacht, war schon unterwegs, hab Wasser getrunken, hab nicht irgendwelche Scheiße gefressen. Ich bin so müde heute von diesem Auto. Ich glaube, das ist es, ja. Warte mal, wie macht der Audi? Du Penner. Scarab, mach's gut, schlaf gut. Viele 10-Zylinder-Klänge im Schlaf. Oh. Tschüssi. Nachti. Nachti. Bord gemacht und vollgefressen. Warum könnte Dizzy müde sein? I don't know. Ich bin nicht vollgefressen, habe ich gesagt. Ich fahre das nicht mehr. Ich fahre dieses Auto nicht mehr. Der Motorklang geht gar nicht. Das ist echt, fährt sich gut, macht Spaß, aber ne. Ja, pass auf. Wir einigen uns das nächste Mal auf Lambo. Hau ab. Warum denn? Wir fahren Ferrari oder AMG. Bums aus, basta. Darf ich euch wenigstens nicht für die Gurken-Setups, wo dann irgendwie 40 Liter Sprit fehlen und die Karre auf einmal fährt wie ein ganz anderes Auto. Ja, insgeheim habe ich den Audi-Sound gemacht, Chat. Da wurde nur ein bisschen was noch draufgelegt. Guck mal. Ei, Wolfman. Lass das nicht deine Frau lesen. Kursum um 1 und das Rennen ist deins. Das ist so gut. Ich hab noch gar keine Kohlsuppe gegessen. Noch heute. Ich glaube, ich werde mir jetzt gleich noch ein paar Chips reinrendern. Hast du irgendwie jetzt Bock drauf? Fährt schön die ganze. Ja, was? Nee, ich habe gerade geguckt, ob ein Ferrari mitfährt, aber einer fährt mit, ja. Ein Ferrari. Mach bitte nochmal eine Bremsensound nach, hä? Wie machst du das, Dizzy? Ich? Wieso?
Weil das ja gerade jemand gestreamt hat bei dir. Ich habe noch nie einen Bremsensound mal gemacht. Das war der Audi, den ich nachgemacht habe. Ach so. Dieses jaulende, quiekende etwas. Ey, der fährt sich echt gut, Chat, ne? Also wirklich. Audi fährt sich wirklich sehr, sehr gut. Aber der Sound geht gar nicht. Oh, dieses heulende Baby. Ja, Silence, die zwei Starts waren eigentlich nicht verkehrt. Oh, bin ich müde. Die wir alle voll in der Seile hängen, ey. Aber Remo fährt das Auto scheinbar auch schon anders. Wie meinst du das? Naja, Remo fährt auch schon, hat auch schon Schwierigkeiten, den Pott auf der Bahn zu halten. Ja, ich sag doch, das liegt an den Temperaturen. Willst du mich verkackeiern? Das liegt auch an den Temperaturen, weil die Reifen, die Kerntemperatur der Reifen ist zu kalt. Stimmt, ich könnte mir eigentlich einen Kaffee machen. Das ist gar keine schlechte Idee. Das werde ich jetzt so machen. Ich werde mir jetzt mal eine schöne Tasse Kaffee kochen. In meinem Opti-Grill. Den du nicht hast. Den du nicht hast, ja. Ey, ich weiß auch nicht, was das heute ist, Black Sora. Das muss das Auto sein. Mann, ich weiß es auch nicht. Oder weil wir ein 12-Stunden-Rennen bis um 4 Uhr morgens fahren. Ich weiß auch nicht, warum wir heute so durchhängen, alle. Wie sieht's denn eigentlich bei Stulzen aus? Hast du mal reingeguckt? Ich guck mal rein dann. Nee. Also ich gehe mir jetzt einen Kaffee machen, eine rauchen. Ja. Und dann gibt's, also wir machen jetzt Mitternachtsvesper. Ich nehme dann noch so die Chips mit hoch, schön mit Kaffee. Oh, das schmeckt. Also bis gleich. Oh, yam, yam, yam. Da gibt's morgen richtig schön Dünches, Junge. Mmh. Okay, hier ist mal eine neue Flasche Wasser holen, ey. Ich bin hier nächste Woche 24 Stunden mit dem Auto. Das ist wirklich, also ehrlich jetzt, ne? Das Auto wird ab, wenn du 90, 80 Liter runter hast, ist das Ding so unruhig. Oh, ganz gefährliche Nummer. Aber schnell ist der Eimer. Schnell ist er. P7, 45 vor Schluss. Oh, nice, schön. Das ist gut. Die hatten mehr Full Course Yellow als Rennen. Echt? Naja. Oh, P5. Nice. Da sind wir wieder in Top 5. Boah, ich hätte ja wirklich noch Bock auf so einen Teller Kohlsuppe, ne? Aber ich glaube, es ist schon zu spät dafür, Leute. Gönn dir. Nee. Der Tag ist noch lang. Mm-mm. Nee, dann habe ich morgen wahrscheinlich, wenn ich aufstehe, mir Flotten Otto ins Bett gejagt und habe es nicht mitgekriegt. Weil ich gedacht habe, ich habe hier Pups oder so und dann habe ich mir ins Bett geschissen. Ist wirklich so, Sledge. Wenn Chat heute nicht so mega aktiv wäre, glaube ich, dann... Also, wie gesagt, Rennen ist nicht langweilig, ne? Aber heute ist wirklich anstrengend. Vielleicht ist heute auch einfach so ein Tag, wo das so ist oder so. Ich weiß es auch nicht, kann es doch nicht sagen. Wenn ihr heute nicht da gewesen wärt oder wärt nicht da und würdet immer Stimmung machen hier, dann wäre... Man nannte ihn auch der Einschläfer-Audi.
Ja, da wünscht man sich den V8 zurück. Ja, den AMG. Jo. Und meinetwegen auch noch Ferrari. Wir müssen, Chat, wir müssen kurz mal, warte. Wir müssen das kurz mal testen. Fühlt ihr euch auch instant wacher? Fühlt ihr euch instant wacher, Chat? Ja, oder? Audi. Ja. Wie wach geküsst von diesem Sound. Und in diesem Sinne, Chat, ich gehe ganz kurz mir mal die Beine vertreten, weil ich bin seit meinem Stint nicht aufgestanden. Und ich hole mir mal schnell noch was zu trinken. Hey, was hat Pörtner gesoffen? Also, bleib halt stehen. Entschuldigung. Oder wie seht ihr das Ganze? Remo, ich fahr gerade Drücke raus und Dizzy ist gerade irgendwie weg auf Klo. Und Michel, keine Ahnung. Ich hab's leider nicht gesehen. Ja, Ausgang der letzten Schikane. Also vor mir waren zwei Runde und ich bin halt ganz normal hinter denen hergefahren, schnell, und deiner hat halt gefühlt einfach ist halt gefühlt dann stehen geblieben am Exit. Haben halt leicht touchiert in Richtung Boxengasse, ist er dann gerutscht. Oder ob gedreht hat er sich nicht, aber pff. I don't know, was der geraucht hat. Mhm. Kann man halt nicht, ja, kann er nicht stehen bleiben, wenn Autos hinter einem sind. I don't know.
So, Chat, ich bin wieder da. Voller Empörung musste ich gerade lesen, dass Xentren nächstes Wochenende keine Zeit hat und mit Yeet fährt. Könnt ihr euch das vorstellen? Yeet hat einfach Xentren geklaut. Könnt ihr euch das vorstellen? Da müssen wir aber nochmal in eine Verhandlung gehen. So geht das nicht. Richtig, 31er. Mit wem fahre ich nächste Woche Tandem Cup? Scheiße. Mit wem fahre ich nächste Woche Tandem? Eine gute Frage. Wir kaufen alle. Mit Michel? Michel kann nicht. Ava macht mit? Dizzy will mich nicht. Dafür habe ich heute zu verkackt. Da müssen wir doch mal mit Ava drüber sprechen. Aber mit Ava könnten wir eigentlich wirklich fahren. Was ist denn das? Was das ist? Ne, die fahren ja. die ganzen schnellen Jungs, die fahren alle Simgrid. Chat, World Cup. Muss ich hier mal einen Link schicken? Okay. Aber mit Nils habe ich noch nie gesprochen. Ich kenne Nils nicht. Nils fährt, glaube ich, Main BMW. Und der fährt doch auch Simgrid. Ja, der fährt auch Simgrid, ne? Ich sehe den Gerichtsvollzieher schon das Rig abholen. Beschwerdemails sind raus. Mavix fährt auch Simgrid. Leute, die ganz schnellen Jungs fahren, alle Simgrid. World Cup. Oder ich frag mal Stuhls. Aber wenn Ava Zeit hat, fahren wir mit Ava. Ja, gib mir die Daten, dann kann ich gucken. Muss mal bei LFM gucken. In Endurance-Bereich. Da ist das drin. Kannst du das angucken? Warte, wo ist die LFM-Seite? Unter Leagues and Cups oder wo muss ich gucken? Nee, Endurance. Achso, Endurance. Tandem Cup. Brauchst du nicht jemanden, der bei allen rennen kann? Ja, deswegen soll sich das ja auch Auer angucken, ob er kann. Aber ich sag mal so, ich kenne ja Boris ganz gut, ne? Vielleicht kann ich da ja was machen, du. Aber das sind ja auch nur Sprintrennen. So sind noch Sprintrennen. Ja, das ist easy. Sandford. Was? Sandford ist mega geil, Alter. Mit welchem Auto? Ja, okay. Jetzt gibt's auf Kaffee. Auf jeden Fall nicht Audi. Ich sag doch Lambo. Nein, Mann, da kannst du vorne nicht aus der Scheibe gucken. Es geht nicht darum, der hat denselben Sound. Balakov, vielen Dank für dein Prime im zweiten. Dankeschön. Oh, Balakov zimmert einen raus, Junge.
Denkt dran, Chat. Es ist nicht mehr lange September. Ja? Sellout und so, ne? Ihr wisst. Kaum Kaffee unter der Nase. Los geht's. Jo, also ich nutze die Gelegenheit. Warte mal, was ist das? Wieso sind wir Platz 5? Weil Remo schnell ist. Ja, aber warum sind wir Platz 5? Ja, weil Remo schnell ist. Wie weit ist Platz 4 jetzt noch entfernt? Ist nicht ersichtlich, ne? Fast eine Runde. Ja, der müsste eine Runde vor uns sein. Oder mal die 76. Ne, der fährt jetzt. Wo ist er denn jetzt? Halbe Runde. Ja. Immer diese Bettler. Ja. Mich will wir auch nur Emotes freischalten. Ja. Das stimmt. So, also theoretisch hätte ich an allen dreien Terminzeit. Ja, wollen wir das fahren zusammen, aber oder was? Können wir machen. Audi? Audi nicht. Wieso? Du willst lieber, denke ich mal, Mercedes fahren, oder? Ich bin eher der Mercedes-Fahrer. Ja, aber locken wir den Mercedes ein. Okay. Dann melde ich uns da. Mit Aba-Tandem, oder was? Ja. Weißt du warum? Weil Xentren bei Yid mitfährt. Ja, Xentren hat nämlich keine Zeit, weil der fährt mit Yid. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ja. Stuhlsen. Den schmeiße ich aber richtig mal Knüppel an den Kopf heute Abend. Der kriegt erstmal eine richtig gewaschene Sprachnachricht, ob der nicht ganz dicht ist. Gut, die Antwort ist ja easy. Das ist ja noch 45 Minuten für jeden. Ja, ja. Sind ja wirklich nur Sprechen. Das kotzt mich echt an, dass das Simgrid-Rennen dort an dem Tag ist. Ich wäre echt gerne mit dir gefahren, Michel. Hey, Mo! Ja, noch eine Saison Simgrid fahre ich eh nicht mit. Nee, ich dachte, wir fahren nächstes Jahr zusammen World Cup. Ja, dann wäre man dann. Kann das sein, dass der McLaren ein bisschen bescheuert ist? Copy that. The McLaren ist bescheuert. Okay, danke. What the fuck? Nee, Simgrid ist mir zu viel Geschwitze. Da sehe ich dich auch einfach gar nicht mehr. Ich sehe dich mehr als unterhaltenden Racer mit mir zusammen. Das ist korrekt, ja. Ey, du, ich schlaf schön, Maga. Das Problem ist halt, dass ich keine Ambitionen mehr dazu habe, wirklich hart für ein Rennen reinzutrainieren. Das ist irgendwie bei mir vorbei. Ja, gut. Bist ja auch schon ein bisschen älter und gesetzter. Nee, weil es unterm Strich nichts bringt. Weißt du, was ich meine? Du fährst zwar vorne mit, aber was hast du denn davon? Bei Simgrid kannst du ein bisschen Geld gewinnen. Na? Aber dort musst du halt richtig rein tryharden und da musst du alles hinhauen. Alles in den Rennen. Es muss alles hinhauen. Es darf keine Disconnects geben. Dir dürfen keine Fehler unterlaufen. Nichts. Ich fahre auch lieber so Fancy, ehrlich gesagt. So, und bei dem kompetitiven Feld, wie es jetzt bei Simgrid ist, ne, fällt halt die BOP noch mehr ins Gewicht. Na, hier bei dem Feld fällt das nicht so auf. Ja, aber bei Simgrid fällt das halt übelst auf. Wie unterschiedlich die Autos gebalanced sind. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss raus, peace, schubi. Hello, mi friendo. Grüße kleiner als 3. Oh ja, ich mach die Musik ein bisschen leiser. Alex, danke für 29. Michel wird zum Gentleman Driver. Nee, Michel ist aber auch eher. Also, ich empfinde Michel auch weniger als Schwitzfahrer, sondern mehr so als unterhaltener Fahrer. Ich war mal ein Schwitzfahrer. Also, ich. Und dann kam war mal ich. Wirklich nicht. Nee, das hat mit dir nichts zu tun. Come on, Michel, jetzt gesteh doch endlich deine scheiß Liebe. Mann, ich komme hier nicht auf mein OBS. Warum kann ich hier... Jetzt gesteh die Liebe, du Arsch! Was ist denn mit dir? Jetzt.
Muss jetzt mal kurz Musik leiser machen, das ist wichtiger als Liebe. OBS ist wichtiger. Ja, da habt ihr es wieder, Chat. Und da stecken Meine Maus ist weg. Und da, hallo, Maus. Da stecken Leute jeden Monat ihren Prime rein, weißt du? Toll. Ja, seine Schwitzliebe galt damals noch AC. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Ich muss mal schnell das Spiel ausmachen. Oh, ich hab Spiel gesagt. 76? 76 ist gerade hier in einem Stadtziel. Vorne. Also halbe Runde ungefähr. Ist vor uns Posinus. Dipa, du lädst einfach Brezel Rocks runter und wählst dort als Station Electric House oder House, glaube ich schon. Klickst du dort an und dann hast du die Mucke. Ich hab leider nicht den Premium-Account, weil der mir zu teuer ist. Wo ist denn jetzt unser fucking Auto? Hier. Also ich sehe Michel nächstes Jahr als Chefmechaniker in deiner Real-Life-Karriere. Also ich weiß nicht, ob ich Real-Life-Karriere anfangen will, Nexo. Das ist echt teuer. Das kann Dizzy auch mit seinem Twitch-Geld nicht bezahlen. Da braucht er Sponsoren. Ja, das schaffe ich nicht mal ansatzweise mit dem Geld. Der Motorsport ist extrem teuer. Mhm. Also zumindest in der GT3-Klasse. Was wäre GT4? Auch teuer wie Sau. Nee, das ist deutlich billiger. Ja, aber immer noch teuer wie Sau. Da kostet die Saison, also wir haben das, ich hatte mal ein Angebot gekriegt, da kostet die Saison 40.000 Euro ohne Auto. Das wäre aber nur VLN. Aber das sind alle Nebenkosten mit drin, Sprit, Reifen, Bremse. Und es darf natürlich nichts kaputt gehen, ne? Und es wird ja meist, geht ja irgendwie immer was kaputt. Und du darfst halt nicht einplanken, den Korn, ne? Nee, ich meine ja auch technische Defekte, wo du jetzt nicht unbedingt einplankst. Kann ja auch trotzdem passieren. Ja, du musst halt ich weiß gar nicht, wie viele Betriebsstunden so ein Motor hält. Ich glaube, jedes Teil hat ja Betriebsstunden von der Buchse, also über ein Lager halt. Ja, Motor. Aber im Gesamten, wie lange, wann du den Motor wieder revidieren musst, ob der 2 oder 3 Rennen hält. Irgendein Rennteam hatte mal so eine Auflistung gemacht für ein Lambo GT3. MacChip war das. Aber. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Schon ein bisschen eine Weile her, wo ich das geguckt habe. Der hat das mal aufgeführt, wann welches Teil getauscht werden muss. Und Kosten und so ein Kram. Heute musst du mal Pippi. Musst du Pippi? Willst du mal mit dem Papa runtergehen? Hm? Musst du Pippi? Maga, frag mich nicht, ob du ich Pipi muss, ich muss scheißen und jetzt geh raus mit mir scheißen. Ja, da guckt mich schon so an. Also Chat, ich muss euch noch mal kurz alleine lassen. Hund. Hund muss ganz groß. Bis gleich. Coletti, Dave war da nicht so lange aktiv. Und der ist ja, glaube ich, bloß RCN gefahren. Das ist, glaube ich, nicht allzu teuer. Aber ich glaube, das kostet nicht viel weniger als so ein GT4 Porsche zum Beispiel. Ja, die sind ja da mit einem Fiesta gefahren. Ja, wäre mal auch interessant zu wissen, was eine TCR oder sowas kosten würde. Also ich glaube, Real-Life-Rennfahren würde ich, Chat, aber wie gesagt, ich kann mir das echt nicht leisten. Nicht mal ansatzweise. So, Remo hat noch 27 Minuten. Dann warte ich noch mit dem auf den Klo gehen. Reifendrücker?
Jo, habe ich schon eben rausgefahren. Ich werde bei 8 Grad dann fahren. Yay. Stimmt, wir sind ja immer noch nicht am Tiefpunkt angekommen. Mhm. Wobei das eigentlich jetzt bei Remo schon jetzt bei 9 Grad eigentlich hätte sein sollen. Hm. Leute, ich mag die Nordschleife nicht und ich will nicht mit meinem Privatauto auf der Nordschleife fahren. Was der Tiefpunkt ist bei ACC ist schwer zu sagen. Eher wann der tiefste Punkt ist mit der Temperatur. Also einstellen kann man das ja bis zum geht nicht mehr. Und die Ambient-Temperatur wurde ja mit 15 Grad angegeben, was extrem kalt ist. Normalerweise so bei anderen Veranstaltern so mit 20, 21, 22 Grad Ambient, vielleicht sogar mal 25. Da wird es dann halt nicht so kalt. So, jetzt darfst du Dizzy. Hab ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Ich glaube, Remo ist auch müde. Ja, wie so voll nach links gezogen. Ja, sieht so aus, als wenn Remo auch müde sei. Wir hängen alle heute voll durch. Ist voll das Durchhängerrennen, ey. Ich hab 104. Achso, bei Tefal hat gerade Schwierigkeiten mit den Gerätschaften. Deswegen machen die kein Sponsoring. Mein Management hat da schon mal angefragt. Nee, es wird nein! Oh. Nee, Gap 104 kann er gar nicht fragen, weil das sieht er ja. Ja, ich glaube, bei Remus ist gerade die Konzentration. Holy moly, ey. Geht's dir gut, Remo? Hä? Geht's dir gut? Mir geht's gut, aber dem Ferrari hat's krass ins Hirn geschissen. Ich hätte halt kurz Oberstier ausgegangen, damit sie das Benzer rennen. Jetzt muss ich das Fahrzeug erstmal beruhigen. Das Gap kann ich dir leider nicht sagen. Es ist leider nicht ersichtlich. Ja, die sind glaube ich auch zu weit weg. Der Loren, also die sind auch schnell. Da ist halbe Runde ungefähr. Ja, Ferrari, wo lebst du? Oh, lol. Was passiert? Ja, jetzt weiß ich auch, warum der Ferrari auf einmal wieder so ranzieht. Ich bin auf Fuel gekommen, ich habe auf fucking Mapping 8 gestellt. Wow. Lol. Ist mir vorhin auch passiert. Da, als ich mich gerade Mercedes-Benz Arena ein bisschen mit Oberstier. Ich wollte gerade befriedigt sagen. Beschäftigt habe, da bin ich wohl aus Versehen auf Fuel gekommen. Ja, RIP. Das ist Paul gewesen, Coletti. Das sind auf jeden Fall gerade ein paar ganz anstrengende Menschen auf der Strecke. Also Starter ist mal über Runden abgeht. Nein, bitte nicht mehr. Tiki? Nee, der fährt sich echt scheiße, der Audi. Also jetzt so an dem Punkt mit so wenig Sprit ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich habe noch 22 Minuten Stint, also ich bräuchte langsam mal die Reifendrücke. Ja, kann ich dir geben. Die geben? Das heißt, du fährst nachher aber? Jo. Top.
sag's einfach an, wenn du bereit bist, dann. Du weißt den? Fame Dog, ja. Weißt du, guck mal hier. Und, sag schon mal den ersten. 27,6. Guck mal hier. Hier, Diggi. Guck mal hier. Jo. 28,0. Sag schon mal an, den nächsten. 27,3. Und? 27,7. Ja, Nico, das macht großen Unterschied, ob der Sprit weg ist oder nicht. Einen richtig großen. Bei dem Audi merkst du das extrem. Wiederhole 27,6, 28 glatt, 27,3, 27,7. Korrekt, copy. Top. Aber jetzt beim Waschen eingegangen. Kriegsreifen sagt 6. Wir haben übrigens 0 Uhr, Leute. Das 12-Stunden-Rennen sollte eigentlich jetzt vorbei sein. Ach nee. Nee, es geht noch 3,5. Ja, es kommt drauf an, wie man das Auto einstellt, Nico. Also, der hier, der... Loi, grüß dich. Der Audi ist schon echt eine Qual. So ab 80 Liter. Also, es ist wirklich eine Qual. Da musst du so 80? Fokussiert sein, dass du... Ja, so ab 80 Liter wird der Kacki. Remo macht das Change-Bremsen raus. Ja, habe ich gesehen. Sehr gut. Aber gut. Tja, ich hatte jetzt weniger mit dem